Karl, sag mal, was kann man eigentlich für 20.000 Euro kaufen? Was <laughs> man für 20.000 Euro kaufen kann? Ja. Hm. Ich frage für einen Freund. Neun Nissan X-Ray. Neun Nissan X-Ray? Mhm. Boah. Aber neun, ne? Verbring frisch, mhm. Bruder. Oh was so das kostet so wenig. Ja. Oh du kriegst die gebraucht für, für 15.000, Alter. Einfach auf den Tisch und gib ihm. Herzlich willkommen zu Auto 24. Au ge powered by Autoscout24. Gefauert bei Immobilien 24de So könnte Wem, ein Opening aussehen, wenn wir ein gottverdammtes KFZ Teile 24 Placement hätten. Ja, wenn mal wieder der Motorblock aus dem aus dem Rahmen fällt. Ja. Oder der Auspuff komische Geräusche macht und der Techniker sagt, oh 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 oh, 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 oh ob das genau oh, was wird. Das müssen wir, pf, da müssen Sie sicherlich eine Woche mit einplanen. Können Sie mir den Mietwagen geben? Nein. Sagen Sie mal, wir sind eine freie Werkstatt. Ich <laughs> habe das, das in dritter Generation in Schuppen hier. Und, äh, <laughs> ja, wie, die, wie heißt diese äh, diese, diese Abschlepp-Sache, ähm, Abschlepp wo die vier Brüder arbeiten in Berlin? Ludolfs. Nein, <laughs> Abschlepp, nicht Schrott. L Gibt's die die Ludo? Ludo. hast du die noch nicht gesehen? Nicht die scheiß Ludow. Sind die nicht tot? Die sind schon die Hälfte tot. Also, das reicht mir jetzt. hier der, 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 hier, der Peter lebt noch, glaube ich. Ne? Ah. Uwe lebt noch. Ah. Wer, le wer, ist denn, wer ist denn tot? Einer ist tot von denen und zwar der, der immer nicht gegessen hat und immer nur Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken hat. Der, der, der Ehrenmann. Der, der so stark in der Küche vor, dem, vor der Tapete saß, dass der einen Abdruck hinterlassen hat. Richtig, um ihn herum sind diese Nikotinflecken, aber er hat, er hat die, die Tapete bewahrt. Wie heißt der denn? Rest in Peace jedenfalls. Große, äh, großer Günter. Verlust. Günther. Oh Gott, ja, der heißt Günther. Rest in Peace, äh, Günther. Rechter Außenspiegel Nissan äh, äh, X4. 96er Nissan Micra. Rechter hammer. Außenspiegel. Hammer da. Hammer da. Ja, haben wir hier. Können Sie vorbeikommen. 150, Euro. was ko kostet... 94,23 ja, Euro. 23. Der hatte wirklich ein, der hatte wirklich ein piktografisches Gedächtnis, Alter. Wenn du diese, ja. wenn du diese Lagerhalle gesehen hast mit den 94, mit den 94 Stapeln von oben bis unten, also so, Uwe! Manfred! Der ist hinten links, siebter Stapel. Du greifst, ja. einfach, du greifst einfach kurz vor der Tür rein und dann hinter der VW-Tür findest du den Spiegel. Und du greifst da rein und dann holst du den Spiegel raus und denkst dir so, okay, Bruder, du das gemacht hast, weiß ich nicht. Wenn es Wetten das noch gegeben hätte zu der Zeit der Ludos, wären die da aufgetreten. Ja, da hätten die aber Wetten, dass hätte das hätte zu denen kommen müssen. Natürlich, die hätten ja, das wäre wär eine Außenwette gewesen, ne? Ja, ist das ist eine Eventwette. Ja, so eine Außenwette halt. Großartig. Auf jeden Fall gibt es die St Lankes oder so. oder P Palke. Palke, Abschleppunternehmen Abschlepp Palke in Berlin. Gibt es eine Dokumentation auf ähm, YouTube, wo die vier Brüder von Abschleppunternehmen Palke ihren harten Alltag zeigen. Und eigentlich zeigten, zeigen sie nur, wie sie den ganzen Tag am Rumfluchen sind und sich wie übelste Arschlöcher benehmen. Also Abschleppunternehmen hm. Palke, mal Feedback, äh, für, wenn ihr ein Palke zuguckt. Der sagt auch in der Doku, wa sagen Sie mal, Herr Palke, warum ist denn Ihr Unternehmen so erfolgreich? Naja, also unser Unternehmen ist erfolgreich, weil wir ja keine Weiber haben. <laughs> und weil Frauen nur Unruhe reinbringen. Und deswegen, ja, wegen Schichtarbeit und so. Und wir müssen ja auch mal los. Und darum hat keiner von uns eine Frau. Und deswegen machen wir hier nicht. Frauen bringen nur Unruhe rein. Wir haben also, wir haben also, ohne äh, die Frauen machen wir ja alles. Und deswegen sind wir abends auch gut erreichbar für die Polizei. Und dann kommt so der Dokusprecher und sagt: Ja, und deswegen arbeitet die Firma. Abschleppunternehmen Palke so gerne mit der äh, Polizei zusammen, weil die immer erreichbar sind, die alten No-Lifer. Ähm, so nach dem <laughs> Motto. So ist es, so ist es. Die ja, Polizei Frauen bei uns. Die Kommentare sind auch super. Da. so, ja, schon. Ich habe schon mal Wolf von denen abgeschleppt. Und dann sagt er so, wenn das passiert, einfach über sich ergehen lassen. Die lavon so eine Scheiße. <laughs> ja, großer. Ich kenne die, ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Ja, Abschleppunternehmen -Abschlepp Palke. Also es gibt auch eine Dokumentation dazu. Ist eine halbe Stunde oder 45 Minuten. Ähm, äh, sehr sehr witzig auch ähm, und 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 sehr unterhaltsam aber auch unglaublich unfreundlich ja kommt so eine, kommt so eine Russin so vorbei die irgendwie an ihr Auto will und die hatten gerade Mittagspause und die kommt in Taxi eine halbe Stunde Mittagspause die kommt rein ja ich hätte gern äh, Zuckerblät, und äh, die so halbe Stunde Mittagspause machen sich raus und das die Taxi-Uhr lief Alter ja, kann die gar nichts, Alter. Denen ist das voll egal. Kunden, Kundenzufriedenheit vollkommen egal. Aber die Frage ist auch, wenn du ein Upsharp-Unternehmen hast, musst du dann wirklich großen Wert darauf legen, dass deine Kunden zufrieden sind, wie sie sowieso mal angepisst. Ja, aber du kannst dich doch weniger wie ein, wie ein äh, Mistmensch äh, benehmen, ne? Also jetzt mal ehrlich. Oder du machst es so wie die unfreundlichste Raststätte äh, in, in der Bundesrepublik. Die ist dafür bekannt, dass sie sehr schlecht und dass der Besitzer sehr unfreundlich ist und dass er die, dass er die Leute anschreit. Also die haben da, direkt Ja, der schreit dir direkt an. Der, wenn, wenn du bei dem bestellst und sagst du so schön guten Tag, ich hätte gern ein, eine Bockwurst und eine kleine Cola. Dann schreit er sich sofort an. Sie sehen doch wohl, dass da rechts ein Automat ist. Ich gebe hier keine Getränke aus, ansonsten würde das ewig dauern. Da sind zwei Getränkeautomaten direkt vor Ihren Augen. Wieso fragen Sie eigentlich so bescheuert? Ja. Und dann kriegst du so eine maika bockwurst aus dem Glas. Und darfst du ja eine Cola ziehen für 3,90 Euro. Für, aber nur die Cola. Natürlich. Ansonsten. Ja, Maika, kostet, Maika kostet 470 <laughs> Die Maika, die gute Maika Bockwurst. Wusstest du eigentlich, apropos Frauen, ne? Apropos Frauen verboten. <laughs> oh ähm, Gott. Aha. Hast du von der von der von der absurdesten Sache gehört, die verkauft worden ist und auch in wenigen in wenigen Minuten ausverkauft war? Das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Und ich gebe ein ähm, Gamer, geb Gamer-Girl-Urin. Schlimmer. Also wirklich Gamer-Girl-Urin oder Gamer-Girl-Wasser, Badewasser, ist ein Witz dagegen. Für 9000 Dollar tatsächlich. Gwyneth Paltrow ist dir ein Begriff, oder? Ja. Gwyneth Paltrow hat eine, und das ist kein Witz, eine Kerze verkauft, die wie ihre Vagina riecht. Bitte? Ich <laughs> verarsche dich nicht. Gwyneth, Gwyneth Paltrow hat eine Vagina-Kerze, eine Vagina-Duftkerze verkauft? Richtig, Gwyneth Paltrow hat gibt eine sie Kerze, die ist ausverkauft in wenigen Minuten. Ah. Da steht drauf, das ist, das ist so eine schwarze Duftkerze mit so einem weißen Etikett und da steht ganz groß und schwarz drauf, This smells like my vagina, Gwyneth Paltrow. Und das ist auf der <laughs> offiziellen Seite verkauft worden. Gibt es äh, da äh, Feedback zu, dass das der Wahrheit entspricht? Muss ja jemand geben, der, also gibt ja irgendwie eine unabhängige Stelle, die sagen kann... Also, ich habe schon mal an Gwinnifpoldros Pussy gerochen und die Kerze hat eine authentische Charakteristik dieses leicht fischigen Geschmacks. Die Geschichte dahinter ist tatsächlich ein bisschen lustiger, denn. Noch ähm lustiger, was? Hallo? Ja, ja, pass auf. Die haben die. ich Man mein, ist ja heute kein Star, wenn es nicht alles von einem gibt. ne? So Und die, hatte, die sollte halt so eine Duftkerze auf den Markt bringen und hat dann so Proben bekommen oder war in diesem Lager oder in dieser Fabrik. Und da haben sie verschiedene. Äh, Duftkerzen äh, zur Probe angezündet. Und dann hat Gwyneth Paltrow bei der einen gesagt, die riecht ja genau wie meine Momo. <laughs> Und das fanden okay. die alle so witzig, dass die, äh, dass die jetzt die Kerze dann für äh, nicht ursprünglich gedacht waren, 29,99 Dollar, sondern dass die jetzt diese Kerze für 75,99 Dollar verkaufen, wo drauf steht, this means like my vagina. Weil Gwyneth Paltrow gesagt hat, diese, diese, diese säuerliche Note aus Bergamotte, Zedernholz und äh, Damaskusrosen, äh, angereichert mit Ambre Ambrettesamen, riecht wie meine Vagina. No. Oh. oh, Bruder, da kannst du doch nicht sowas machen, ey. Beschreibung hinreißender, witziger, erotischer und wunderbar überraschender Duft, das kann ich mir vorstellen. Wobei. <laughs> also, ich bin oh ganz ehrlich, ne? poetisch hat man den Geruch einer Vagina noch nie beschrieben. Hinreißend, witzig, erotisch und wunderbar überraschend. Also, <laughs> also ich also ich ja, regelmäßig, ich ja regelmäßig so Kickstarter-Review-Streams, ne? Da guckst du ja vielleicht auch mal rein. Keine ja. Ahnung, aber äh, ich, also ich gucke mir sozusagen einmal im Quartal über die Kickstarter-Seite und schaue so, was an neuen großartigen Projekten gemacht wurde. Ich bin dann großer ich Fan von Idubs. ne? Also Kickstarter-Crap ist, bin ich mit humoristisch aufgewachsen. Gibt es leider nicht mehr, macht er nicht mehr seit mehreren Jahren ja. schon. Aber ja. das ist, also Kickstarter-Dinger zu betrachten. Meine Lieblings-Kickstarter sind immer sind die Kickstarter-Projekte von, von dem 16-jährigen Ahmed, der sagt: Walla, ich bin einer der besten Fortnite-Spieler auf diesem Planeten, aber ich habe hm. nicht die Rechenleistung, um YouTube-Videos zu machen. Deswegen möchte ich hier jetzt meinen YouTube-Kanal äh, kickstarten. Hm. Großartig. Ja, zu Recht auch. Großartig. Äh. Einer meiner Kickstarter-Highlights war jemand, der für 20.000 Dollar, ein äh, übrigens lustiger Zufall, dass ich heute 20.000 Dollar äh, über eine Charity-Kampagne eingenommen habe. Ähm, Glückwunsch übrigens aber, an dieser Stelle, ne? habe ich nur es ist, äh, wenige, ist vor, vor wenigen Minuten erst vorbeigegangen, der Bums. Ähm, be bevor wir über Kickstarter sprechen, wie ist es dazu gekommen? Laut meinem Verständnis, ich habe nicht komplett mitgekriegt, aber. Da war wieder jemand, der für Koalas gesammelt hat und der gesagt hat, yo, 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 Bros, wir machen das über meinen Paypal-Account, dann kann ich das steuerlich geltend machen. Und äh, du hast dir gedacht, ja, das kannst du machen, aber keiner, der da spendet, wieso nutzt die Idioten eigentlich nicht äh, betterplace.org? Mhm. Also quasi genau das, was mindestens schon sieben Mal in der Geschichte der letzten äh, 24 Monate passiert ist. Und dann hast du dann irgendwie spontan dich dazu entschlossen, okay, ich zeige euch mal, wie das richtig geht oder wie. Das ist eine grobe Zusammenfassung. Ähm, gestern habe ich mitbekommen, dass, also das ist nicht so dramatisch, ist mehr, ich, ich versuche, wenn ich, sowas, ich, wenn ich sowas sehe, nicht jemand zu sagen, dass er ein Idiot ist, sondern ich versuche mehr den Hinweis zu geben, dass man das vielleicht das nächste Mal anders macht, weil es total blödsinnig ist, das so umzusetzen. Also jemand hat über seine... Die hat, warte mal, Papa Platte hat auch, auch diesen Edeltalk. Ich möchte erstmal... <laughs> oh Gott, er. Also ich bin ja... Ich glaube, der ist mittlerweile auch irgendwas Mitte 20, ne? Aber der hat einen Podcast, der heißt Edel Talk. Mhm. Irgendwo geistert irgendwo im Dingsrum. rum. Ich glaube, der war auch in der, in der Top Ten-Liste, wo wir irgendwie auf Platz 8 waren, war der irgendwie auf 6 oder so. Also, Angriff auf den Edel Talk ist da. Ich weiß nicht, was daran edel ist, aber ähm, ist auf jeden Fall ein junger, frischer Name, der wilde Edel Talks alles litt. Ähm, ja, unglaublich erfolgreich, der Mann. Also, unglaublich erfolgreich. Er ist so, super krass. Also, sind da, also, er spricht halt wahrscheinlich einfach diese jungen Leute an, die ich dann mehr. 13 ähm, bis 18, denke ich mal, ist so die Zahl von ihm. Ja. Genau, und, und krass groß geworden auf Twitch. Ähm, und der hat eine. Er ist auch äh, spontan. Nicht, nicht nur krass, der ist, der, der ist mittlerweile einer der größten in Deutschland. Über, der, also, ja. Top 5 Deutschland ist der auf jeden Fall. Der, der hat Schloh eingeholt. Ist so groß wie Schloh, ja. Ja, ja. Oh, das ist krass! holt, also, Alter. Am Wochenende hatte knackt er auch die 10k, Alter, und das ohne und gut. Ich glaube, vom Inhalt her ist das ist das nicht so meins, ne? Also Kevin ist ein super lieber Mensch, aber äh, er macht halt so viel Ma Minecraft und 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 Scribble IO und so total unschuldig und er holt halt diese super junge demografische Zielgruppe ab. Finde ich finde ich super interessant, Mann. Ja, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe mal äh, vor ein paar Jahren mit ihm CS:GO gespielt. War, ähm, war, war ganz gut. Ähm, äh, ich ähm, habe aber, wie gesagt, überhaupt keinen kein Rat dazu. Null. Die Zielgruppe überschneidet sich null, würde ich fast sagen. Ja, das bei mir nicht anders, aber. Aber sollte mal gesagt sein hier. Der ist krass. Also, das ist äh, insane groß. Und er hat in seinem Stream spontan für ähm, gesagt: hey, lass mal Spenden sammeln, ihr spendet mir einfach und ich gebe das an die Foundation weiter und ich kann mir dann. Und ich kann mir dann eine Quittung holen und dann muss ich das nicht versteuern. Und ich, ich, ich habe, ich habe gedacht, okay, äh, äh, okay. Ähm, Leute haben ihn auch darauf hingewiesen und er hat dann wohl auch gesagt, dass er es das nächste Mal anders macht, hat das dann aber so umgesetzt. Das heißt, ist, Stand ist, er hat das wohl ähm, alles eingesammelt auf seinem Konto, hat das weitergegeben und hat sich von dem, von dem, von, von holt sich von der Charity-Kampagne halt eine Spenderquittung Spendenquittung, damit er das von seinen eigenen Steuern absetzen kann. Aber jeder andere, der das, der das halt weitergegeben hat, jeder andere, der das in die Kampagne reingepumpt hat, ist halt gefickt. Weil ja, für den war es eine Donation, ne? Also eine ja, ganz normale. Also ja, ist im weg. Grunde war, ist es auch für ihn erstmal eine Donation, das heißt, versteuert wird das so oder so. Aber er setzt halt den Gesamtbetrag dann, also er versteuert das, er hat halt Gewinn gemacht, eigentlich, um genau zu sein. Denn er, also ich erkläre kurz, wieso. Hm. meiner Ansicht nach, da sage ich dazu, weil ich kein Steuerprofi bin, man können ja Steuerprofis vielleicht nochmal posten äh, unter Discord oder, äh, warte mal kurz, mein Hund, was macht ihr hier? Hä? Kriegst du das im Griff, Bob? Was hast du? Was hast du gefressen? Ist alles gut? Warte mal, ich muss mal kurz meinen Hund hier verifizieren. Was, was, wenn, Hunde, ne? Wenn die anfangen Ja, dann meinst du, die haben an irgendeiner Orchidee wieder geschnüffelt. Kein Blödsinn. Jetzt, jetzt, werden wir, jetzt werden wir die großen Steuergeheimnisse erfahren. Wie kann ich Gewinn ja. machen mit einem Spendenstream? Und zwar, sobald die Donation der, sagen wir mal, du hast 5000 Euro eingenommen, musst du diese 5000 Euro ohne de vorherige Deklarierung mit dem Finanzamt oder sonst was vollkommen Umsatz versteuern und vollkommen Einkommensversteuern. Abhängig von deiner äh, Gesamtsumme, die du im Jahr hast, ist das ja mal die Hälfte. Kann einfach weg sein. 51% oder 49% ist alles weg. Umsatzsteuer obendrauf noch. Alles Boah, das ist dann bis oh, da müsste aber Umsatzsteuer ähm, äh, bei Donations eher nicht, also die 19% Mehrwertsteuer zahlst du da nicht? Doch. Aber nein, zahlst du nicht? Doch, du bezahlst 19 Euro Mehrwertsteuer. Äh, 19% nein, Mehrwertsteuer. Nee, zahlst du Doch, nicht? Doch bezahlst du. Nein, zahlst du nicht? 100%ig. Äh, 100%ig nicht. Warum nicht? Weil es keine, kein Gutes ist. Ähm, kann ich dir kann ich den Paragraph gleich dir rausholen? Okay, dann also gehen wir mal davon aus, nur Einkommensteuer. Aber du bezahlst dann halt die Steuer. Ich bin mit, ich war jetzt Umsatzsteuer ziemlich sicher, aber wenn du äh, dann ein Paragrafen hast, lassen wir das mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall bezahlst du Steuern darauf, Einkommensteuer und äh, den ganzen Scheiß. Mhm. Und ähm, dann nimmst du das Geld, was übrig bleibt. Also hast ja Geld, das übrig bleibt. Das ist dann dein Gewinn. Genau. Ja. Aber du hast ja die gesamte Summe. Das heißt, dir wurden 5000 äh, donated, da wird versteuert und du kannst, du dir, das bleiben 3000 übrig. Die du als Gewinn deklarieren kannst, laut Unternehmensform. Genau. Du nimmst aber 5000, die dir donated wurden, und reichst das als komplette Spende ein. Keiner hat eine Scannenkündung gekriegt, sondern nur du hast die Kohle gekriegt und reichst das ein. Da du eine Quittung kriegst, kannst du diese 5000 Euro komplett als Spende von der Steuer absetzen. Richtig. Das heißt, du bist also steuerbefreit und hast 3000 Euro Gewinn gemacht. Nee. Also du hast äh, 5.000, also du hast 5.000 Euro hingegeben, hast die, hast die, äh, setzt die ab, musst das also nicht als Steuer bezahlen und hast halt die 3.000 so einfach gemacht und hast mehr oder weniger Geld gespart. Äh, ja, du hast also du hast du hast quasi du hast also gehen wir von dieser 5.000 aus, dann hast du eine mhm. dann hast du eine unversteuerte Einnahme von von sagen wir mal zweieinhalb, gehen wir ja. einfach mal komplett 50-50 und hast eine, eine steuerliche Vergünstigung von fünf. Von also fünf. du hast nicht die kompletten fünf versteuert eingenommen, sondern du hast zweieinhalb versteuert eingenommen und hast fünf gespendet. Und, genau. Es ist, und es hast es eine, genau. Es ist eine Steuervergünstigung. Genau, es ist eigentlich eine Steuervergünstigung von äh, von zweieinhalb. Ne? Also ja, die, genau. die Community die ermöglicht, ja die aber nur möglich ist, weil die das Ganze nicht steuerlich geltend machen können. Also das funktioniert nur dann, wenn die, also wenn die die das tatsächlich gespendet haben, in dem Fall die Zuschauer, wenn die keine Quittung bekommen und die das nicht steuerlich geltend machen können. Genau, weil, und, und das ist ja der, das ist ja der, den Kicker. Das heißt, genau. das ist dann jemand, der schon sehr viel Geld hat, was ja okay ist, der dann noch mal weniger, also der dann noch mal mehr hat. Also was halt sehr absurd ist. Genau. Und ähm, der Grund, warum, und das ist halt unter anderem ein Grund, warum man das nicht machen sollte, das Finanzamt ist da auch sehr hinterher. Es ist alles nicht so einfach, super kompliziert. Es gibt da sehr viele Fälle, ich habe das schon oft genug gesagt, No Way for You, Mia Maus, alle Streamer, die darunter gelitten haben, dass sie das nicht anständig vorbereitet haben. Und deswegen, da ging es ja jetzt zurück zum Thema, habe ich heute in meinem Stream gesagt: Jo, mach das doch nicht. Mach das doch einfach über betterplace.org. Betterplace.org ist eine gesammelte äh, Plattform, da kann man draufgehen und kann sich kann selber spenden oder eine Spendenkampagne anlegen und diese dann vor Ort ähm, durchziehen lassen. Die Leute kriegen alle Belege und du musst nichts über dein privates Konto machen. Und ich habe mir heute gedacht: Okay, um zu zeigen, wie einfach das ist, mache ich das selber. Und dann haben wir in drei Stunden 20.000 Euro gesammelt. Ich selber habe 3.000 Euro ähm, reinges reingesetzt und ähm, die Zuschauerschaft, die ich habe, dann äh, die restlichen 17.000 Euro. Richtig. Und äh, das heißt, man muss, also ich war auch nicht vorbereitet, ich habe keine, ich habe keine, ähm, wie sagt man, äh, Konzeption gehabt, ich habe keinen Plan gehabt. Wir haben einfach für Koalas. So eine koala-Hilfsorganisation wegen des äh, australischen Feuers äh, gesammelt. Ich habe auch kein, äh, keine traurige Musik abgespielt oder so ein Scheiß. Wir haben das einfach gemacht. Die Leute hatten Bock, durchgezogen 20.000. Ja, daran merkst du halt einfach mal, was, das, was die Zuschauergruppe, dass die, dass, dass die Zuschauerschaft wirklich eine, eine Arbeit, die zur arbeitenden Bevölkerung gehört. Ne? Ja. Also. Um das, mal, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ein unverbreiteter Stream bei einem Publikum, der fast zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, mindestens doppelt so viele Zuschauer hatte. Ne? Average äh, schafft, es, äh, schafft es, die Einnahmen eben mal nicht mal zur Hälfte zu erreichen im längeren Zeitraum. Wenn du, wenn du Zuschauer hast, die arbeiten gehen, Bruder, die können halt Geld mobilisieren. Ne? Also die arbeitende <laughs> Bevölkerung. Ja, und vor allen Dingen können sie das halt auch, jetzt haben sie halt eine Quittung und können dann halt auch am Ende der, der ähm, ähm der Steuererklärung sagen, das ist hier mein Beleg. Ich habe hier 1000 Euro, 500 Euro benutzt. Das kann bitte von der Steuer abgesetzt werden und das Finanzmarkt, hm, gute Aktion, machen wir. Richtig, richtig. Das ist ja das. Und so, und, und also, wir, wir haben, du hast es ja jetzt nicht wirklich schon gemacht, ne? Also, das geht innerhalb von wenigen Sekunden, auch bei der Aktion. Wir haben das ja auch bei SOS Kinderdörfer gemacht, als wir, ja. als wir gesagt haben, hey, ihr das und das, dann donaten wir. Da haben wir das ja auch über Better Place gemacht. Ist einfach die beste Adresse, wenn du, ähm, wenn du wohltätigen Shit machen möchtest, ne? Also, es wirklich ist, das einzige, die einzige Sache, die, die noch besser ist halt, wenn du als Einzelperson nicht über, nicht mit, mit mehreren dynamisch spenden möchtest, sondern einfach nur einen Betrag spenden möchtest, dann kannst du das auch direkt mit der Organisation klar machen. Aber für alle Dinge, die du öffentlich machst, wo du sammelst mit einer Community oder La Familia, dann mach es auch über betterplace.org. Oh, oh Gott, da rollst du ja direkt ins nächste Thema rein. Wieso? Nee, nee, nein, 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 oh Gottes Willen, nein, 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 das werden wir nicht tun. Ähm, aber ja, das zusammengefasst, war eine sehr krasse Aktion. Ich bin selber überrascht, äh, wie viel das wurde. Ich bin sehr überrascht gewesen. Absolut ähm, sick, Mann. Absolut sick. Wirklich. Keine Ahnung. Ähm, Würde ich mir auch selber nicht auf die Kappe schreiben, sondern mehr so zu zeigen, was möglich ist, wenn man das einfach macht, ohne Vorbereitung. Es war nichts da. Man musste nichts ankündigen. Man kann denke, das alle da kommen. Machen und ich denke, da kommen, dass das kann man sich schon ein bisschen auf die eigene Kappe schreiben. Und zwar, weil du ja die Zuschauer jetzt schon seit, seit, seit weit über einem Jahr sensibilisierst auf dieses Thema, dass du eben sagst, ey, wenn man sowas macht, dann über betterplace.org und bitte nicht da. Und die Leute spielen dir das ja zu. Ne? Also, wenn da mal wieder sowas passiert, da hast du wirklich Augen über, Augen und Ohren überall. Und es ist innerhalb von weniger Sekunden ist das wieder auf dem, auf dem Schirm drauf. Und es passiert einfach immer noch, dass die Leute das über ihre privaten Konten abwickeln wollen, was nun mal nicht die, die, äh, die durchsichtigste Art und Weise ist. Keiner von denen, die das ähm, äh, jemals nicht gemacht haben, hatten da irgendwelche böswilligen Hintergedanken. Wen ging es auch nur um Charity-Shit, weißt du. Aber die haben es nun mal mit einer, mit einer derartigen Naivität angegangen, dass es in die Hose mhm. gegangen ist. Und in dem Fall hast du dann gesagt: Okay, Alter, wir zeigen denen jetzt mal, wie das eigentlich normalerweise wirklich funktionieren sollte und wie einfach das ist. Und dann ist dann auch jeder gewillt, da mitzuziehen. Das ist doch eine coole Aktion. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Bin ich, ähm, ich bin sehr zufrieden. Ähm, was, wo war man jetzt eigentlich? Kickstarter hatten wir irgendwas, ne? Kickstarter wollten wir jetzt noch rein, reinhalten. Ah ja, genau. Ähm, die skurrilste Kickstarter-Aktion, die ich gesehen habe, war jemand, der 20.000 Euro sammeln wollte, dafür, dass er sich in seinem Garten eine gigantische Statue eines T-Rex äh, baut, damit er seine Nachbarn erkennen kann. <laughs> das ist, also das finde ich in Ordnung. <laughs> und ich habe das Goal gecheckt, das waren irgendwie noch zehn Tage übrig und der hatte 400 Euro. Das ist also der wirklich, hat irgendwie 400 Euro gehabt. Das also wirklich, das, das finde ich in Ordnung. gerade durch hier. Was denn? hier äh, Ach so, du guckst bei Kickstarter durch gerade. Wir gerade Kickstarter steht durch, Alter. 900. Ja, da gibt's. Es gibt auch jetzt ein Auto, das man aus dem 3D-Drucker holt. Echt? Ja, ja. Äh, kommt aus ähm, Asien natürlich und so, kostet 6.000 Euro. Äh, Wie lange fertig? Produktionslinie. Du hast lebenslange Garantie. Ach, leck mich am Arsch. Hm, ja, du sollst wohl lebenslange Garantie haben, weil die Teile halt gedruckt werden. Abgesehen von diesen Motorspezifikationen, aber alles, was so außen ist, alles, was so, hast du wohl Garantie unter gewissen Umständen. Aus welchem Material? Skurril. Ich meine, ich meine, wenn, wenn wir da mit unserer, mit unser G63 da reinbrettern, da bleibt da auch nicht mehr viel übrig von diesem, von dem gedruckten, von der gedruckten Kiste, oder? Ja. Naja, du musst halt, äh, ich glaube, das ist, also, das Material ist wohl so ein Polyethylblitz. kriegt das aber nicht, ne? Alter, oder das hat das kein TÜV. Airbag. Das hat kein Airbag. Okay. Das hat kein Airbag, ist kein Joke. Also ist das eher ähm, so ein Teil, was du dir, was du dir zum, zum Spaß in den Vereinigten Staaten in den Garten stellst und sagst, ich habe ein 3D-gedrucktes Auto und damit kachelte ich jetzt über mein Feld in den Südstaaten, Sweet Home, Alabama oder wie? Ja. Ja, ist so, es äh, ist, ist einfach irgendein, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es realisiert wird. Die wollen eine Million oder anderthalb Millionen oder so haben. Ähm, ist schon ordentlich, aber ist auf jeden Fall interessant der ganze Komplex und allgemein sieht man ich habe ja selber ich kriege ja selber noch was von Kickstarter ich kaufe ja da Uhren ah, großes, oh Problem. Gott. Ich ja ein großes hattest Uhren du ja nicht auch mal was wo dir zwei zugeschickt worden sind ja ja die kommen, die kommen jetzt da um, NASA Uhren kriege ich jetzt das heißt ja. um, im Zuge des um, Jubiläums der Apollo Mission gab es ja. einen Uhrenmanufaktur Typ der NASA Uhren hergestellt hat das heißt um, mit NASA Support dann sowas wie Sternbilder auf die Uhr gemacht in Mars und, und in, in Venus und, und wie sie alle heißen. Und auch natürlich auch Limited Apollo und so. Und da habe ich mir zwei bestellt, einen in Rot und einen in Grün. Da freue ich mich drauf, die kommt. Für ähm, wie viel? Ich muss da mal den Marc den Mark Gebauer machen. Kostet 400 oder 500 Euro für beide. Also super adäquater, also eigentlich schon ein ekelhafter Preis. Also da kannst du bei Marc Gebauer, ne? bei Mark Gebauer kommst du da nicht ins Video. Ne? Das will ich dir nur schon mal sagen. <laughs> Nö, das, also erstmal Gesundheit übrigens, im Hintergrund. Du hörst auf genießt. zu Niesen, wenn ich Podcast aufnehme. <lacht> <lacht> äh, äh, Entschuldigung. Ja, ja. Äh, <laughs> äh, erstmal, erstmal, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, das sind natürlich äh, Uhrenwerke, die eingekauft werden und da steht auch kein Mittelsmann dazwischen. Es hat auch nichts mit so einer Rolex oder so eine Audiment Bouget oder so eine HP äh, Baxter oder so, keine Ahnung. <laughs> äh, äh, da hat er nichts mit einer Rolex oder so zu tun, sondern das sind halt alles immer so eingekaufte Sachen. Aber ich fand das sehr, sehr cool das Konzept und ich mag Grün und ich mag Rot, deswegen habe ich mir da zwei geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun wirklich kein Uhrenfachmann ne? und ähm, ich, das letzte Mal, dass ich mir Uhren angeguckt habe, war vor. Lass es anderthalb Jahre her gewesen sein, dass ich, dass ich ähm, im KDW in Berlin in hm. dieser, in die, du kennst das ja, wenn man irgendwo drin ist, wo es nur teure Sachen gibt, dann guckt man sich mal um, ne? Einfach nur um zu sehen, was man sich niemals kaufen wird. Und dann war ich auch in dieser Luxusuhrenabteilung, wo dann halt die Dinger so ab 20.000 losgehen und nach oben gibt's kein Limit. Und ich fand die jetzt nicht ultra ansprechend. Also da gab's, da gibt's ein paar Uhren, die, ja, man sieht schön aus, ne? So eine Submarine, die sieht, die hat schon, die hat schon was, aber ist halt viel zu teuer, mhm. wohingegen es andere Uhren gibt, die du für 2, 3, 4, 500 Euro kaufst, die halt, die halt Bombe aussehen. Also, wo ich mir sage, okay, das ist halt ein wirklich schönes Accessoire, und die sehen, die können locker mithalten, ähm, äh, mit, den, mit diesen ganzen 5-, äh, 6-stelligen Uhrenpreisen. Also locker. Von daher, go for it, Mann, go for it. Mhm. Ich freue mich, ich freue mich, dass die kommen und dann werde ich die auch im Stream zeigen, weil ich die im Stream geholt habe, weil wir ja immer diese Kickstarter-Sachen machen. Allgemein findet man da sehr viel, ähm, äh, sehr viel so re. Also manchmal ist es so einfach so ein nutzloser Wiederaufbau, beispielsweise den, den Dampfentkeimer, der, wo du was Salz ins Wasser machst und dann wird da so eine, so eine sterile Lösung erzeugt oder der, äh, was hatten wir letztens noch? Der ähm, Auto-Auslese-Profi, der dir hilft, den Fehler von einem Fahrzeug zu finden, so, weißt du, so, was ja. es schon gibt, bloß eben irgendwie kleiner oder irgendwie besser oder irgendwie intelligenter oder irgendwie auch digitaler. Ja. Oder ein Kissen, wo Luft drin ist, was so komplett, also ganz merkwürdig. Es gibt halt super komische Sachen. Teilweise, was mir aufgefallen ist, die Leute benutzen halt immer diese Free-License Musik. Das heißt, du hörst in den in 90% Prozent, oder nicht 90, aber sagen wir in der Hälfte des, der Sachen da, hörst du dann diese Audio Jungle. Und dann kommt so die Musik. Das ist super witzig, wenn man. Audio Jungle hört. heißt ja nur, dass, es, dass du das normalerweise lizenzieren musst, aber genau. du die, du die 3,99 Dollar nicht zahlen ja. wolltest. Und dann heißt es Audio Jungle. Und dann hast du da, dann hast du da so eine, äh, so eine gerippte Datei, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Oh, ja, der, schnarch, der Schnarch. Ähm, äh, Reduzierer, der dann einfach, da legst du dir so ein Luftkissen unter deinen Kopf. Ja. Und wenn du anfängst zu so schnarchen, erkennt das das Gerät und macht das Kissen hoch und runter. Ach komm, <laughs> auch krass. Ja ja. Könnte ich gebrauchen, weil anscheinend, ich habe selber noch nicht gehört, aber anscheinend schnarche ich. Ja. Bob schnarcht, dem könnte ich das unseres Kissen legen. Ja, <laughs> ja ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich habe nachts wirklich, nachts sitze ich wirklich da und dann und ich so Bob und er dann und dann ganz kurz Ruhe und dann so Oh Gott, Adolf. Das ist ja auch wow, das ist ja auch, das ist ja ein Charme, den man sich bei einer Bulldogge mit, mit besorgt. Ne? Also das weiß man ja. Wenn man sich eine Bulldogge ja. holt, dann weiß man, okay, zu einem sehr großen prozentualen Anzahl wird der dir in der Nacht ähm, das, das, das das Season Season 8 Game of Thrones Set aus Holz zusammensägen. Ja. Ich sehe hier gerade das eine, Fall. eine eine sehr schöne Kickstarter Kampagne ist von von Ghostus Coyote, der möchte 900 Dollar. Ähm, Sicher Kickstarten, um seinen lebenslangen Traum zu ermöglichen, in Mozzarella-Sticks zu baden. Das, das, <lacht> <lacht> das. ist doch gut, oder? Ich meine, da muss man, da muss man doch, äh, da muss man doch jetzt äh, ähm, schön. Äh, ja, kein Kommentar. sehr, sehr schön. Kein, kein Kommentar, ehrlich gesagt. Ich werde, glaube ich, bis, sagen Sie mal bei 100 Dollar, ich glaube, ich werde das voll machen, ne? Warum sollte man derzeit für, für irgendwelche Koalas oder für andere Missstände spenden, wenn man auch einfach jemanden anziehen kann, Mozzarella-Sticks zu, in in zu baden? Weißt du, ab und an muss ja. man auch mal an die einfachen Sachen denken. Ja. Bruder, ich, ich weiß bin... nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, ich, also ich, ganz ehrlich, hm. über diese ganze, über diese Kacke, die da passiert ist, da, 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 sehe ich mich eigentlich nicht, dass wir da nochmal drüber sprechen, aber, ähm, ein interessantes Thema wäre doch diese, diese Bildung dieser La-Familia-Bubble, dass wir da mal drüber sprechen, wie das überhaupt, wie das überhaupt passieren kann, dass man sich so ein Nest schafft. Ich meine wir halten, wir halten das sowieso in alles rein, dann können wir mhm. auch mal in die ganz Großen reinhalten. Oh Gott, ich, hab, ich wollte immer mit Gronk eine, eine, eine mal so eine Art Fragerunde machen, weil ich habe dem, ich würde da gerne, ich würde dem einfach mal fragen, wie der so zu Sachen steht. Und ich glaube, mhm. der würde auch sehr, sehr direkt antworten. Ich halte den auch für einen sehr direkten Typen. Ja. Aber ich, ich komme da einfach nicht zu. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Vielleicht bewusst will er das nicht. Oder es, ist, es, es verläuft sich einfach, weil ich nicht relevant genug bin oder weiß ich nicht. Aber ich würde gerne mal ihm auch ein paar Fragen stellen zu diesem ganzen Schnodder. Denn es ist nicht unbekannt, zumindest wenn man auf Twitch TV unterwegs ist, dass es sich... Das, jetzt kann man darüber reden, oh, das passiert, das ist nicht so wild, oder ja, das ist halb so, halb so, nicht so dramatisch. Aber es ist bekannt, dass man im gronk kanal chat den einen oder anderen finden wird, der seine große Liebe in demselbigen Kanal gefunden hat. Und wir reden hier bis zur Hochzeit. Und <laughs> das ist eine sehr also das ist jetzt, würde ich gar nicht ungewöhnlich nennen, weil man wenn man Leute kennenlernt, lernt man die kennen. Ja. Aber da lernen sich Gruppen kennen und jetzt muss man wissen, warum ein Twitch-Stream geschaut wird. Ein Twitch-Stream wird geschaut, weil die Leute immer einsamer werden. Die Leute kommen von der Arbeit nach Hause und haben nichts zu tun. Und bevor die, bevor die sich das RTL-Fenster packen, hauen die sich halt in den Twitch-Stream und haben auch noch Interaktionen und lernen, lernen coole Leute kennen. Unter Umständen auch mit einer mental nicht so stabilen Einstellung. Und wenn diese Gruppe immer größer wird und die sich untereinander da begatten, was sie tun, dann wird das sehr unangenehm. Mhm. Und diese unangenehme, extreme Version davon haben wir ja jetzt gelesen, um dann ganz kurz mal einen Abriss zu machen. Person A trifft Person B. Beide sind Teil dieser Bubble oder dieser Gruppe und beide sind auch sehr. Ich würde sagen, das ist eine Gruppe, die psychisch instabil ist, definitiv. Nicht nur inst das meine will ich gar nicht sagen, aber die sind sehr darauf bedacht, ironischerweise sich nicht zu verletzen. Du siehst ja immer dieses, oh, fühl dich gedrückt und sei empathisch und oh, Herzchen hier, Herzchen da. Es sind ironischerweise diese Arten von Gruppen, die sich immer am meisten zerfetzen. Und auch das ist in dem Moment passiert. Und da ging es um. Um Sex, um Gewalt, um Missbrauch, alles sehr eklig, sehr sehr eklig. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Und was man ganz klar erkennt hat, erkannt hat, erkannt hat, sorry, ist, dass die geistig nicht ganz fit sind. Die sind sowohl körperlich nicht ganz fit als auch geistig nicht ganz fit und sollten gefälligst so schnell wie es geht eine Therapie aufsuchen. Jetzt ist aber die Frage, wer trägt den, wer, wer wer sagt denen das? Denn die ja. werden ja nicht auf... Also die kommen ja anscheinend nicht auf die Idee bei sich selbst. Sondern die müssen ja irgendwo in die Richtung getragen werden. Denn öffentliche Dokumente so zu, zur Schau zu stellen, wo man wo drin steht, dass der und der mit irgendeinem ähm, extrem langen, schwarzen äh, Spielzeug penetriert wurde, ist schon sehr skurril. Er wurde also, aus dieser ich, also Richtung. Also die, die, die Vorwürfe, die da auch geäußert worden sind, auf die wir wirklich nicht eingehen. Weil, und das sollte die auch nicht... Lass euch einfach gesagt sein, das ist ekelhafter Scheiß, ja, der, ja, ja. der auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gehört, sondern in irgendeinen Therapieraum in der Bundesrepublik. Ähm, aber die Problematik dahinter ist, ist ganz klar. Und zwar, dass solche, dass solche Blasen erschaffen werden, die, die sowas überhaupt ermöglichen. Das scheint ja dieser, die, der, der Typ, der, ähm, der das wohl mehrmals gemacht hat, dass der da, die, die psychisch instabilen Situationen nicht nur von sich selbst, sondern auch von den, von den weiblichen Gegenübern ausgenutzt hat, um da für sich selbst ähm, Vorteile sexueller Natur Na ja. zu, zu erschaffen, das scheint also das scheint ja nicht unüblich zu sein, wenn man wenn man sich wenn man sich eine Community in Anführungsstrichen heranzüchtet, die man Familie nennt und die sich auch untereinander Familie nennen und die auch untereinander diese, diese, diese Wohlfühlatmosphäre gestalten wollen und ich finde das ist super 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 gefährlich und als ich ich habe da, hab das gestern ich habe da ich habe da gestern lange drüber drüber nachgedacht und habe da auch viel drüber gelesen und ich würde mir und das muss ich an der Stelle machen jetzt bin ich mal derjenige der da in in, in Richtung Gronk mal was was sagt ich würde mir da wünschen dass da dass da Gronk der ja von von super vielen als Papa angesehen wird oder als Oberhaupt dieser Familie, so ekelhaft das klingt, aber, ähm, der muss, der der, 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 muss sich dazu mal äußern. Und der darf das auch nicht, der darf das, auf gar keinen Fall darf er da Gewinn rausziehen. Also ich finde das sogar, ich finde das sogar ziemlich verwerflich, dass er, dass er an dieser, an dieser familiären Community-Bubble Geld verdient. Also, dass er da halt Pullis verkauft und T-Shirts und das und jenes und hier und da und Familie über alles und hier und da, weil da sind, Crazy Motherfucker. Ich möchte ja, wie gesagt, der meint da nichts Böses mit, weißt du, und für super viele mag das auch super positiv sein. Das ist wie Religion. Da sind halt viel, bei vielen geht's gut und das ist echt geil und das ist super und dann muss man da die, bei Gott, kritisier das bitte nicht. Aber es gibt nur mal diese Einzelfälle, wo das komplett in die Hose geht. Und das ist nur komplett in die Hose gegangen, weil überhaupt dieses, dieses, dieses Becken an Nährstoffen von ihm erstellt worden ist oder hingestellt worden ist. Und da muss man mal was zu sagen. So nach dem Motto, ey, Jungs, ey, ihr habt eine Familie und die ist in eurem Umfeld bei euch zu Hause in eurem realen Leben und das, was hier passiert, ist ein scheiß YouTube-Chat oder, oder ein scheiß Twitch-Chat oder ein scheiß Discord-Server. Und das hat nichts mit Familie zu tun. Das sind, das sind, das sind anonyme Menschen, das sind, das sind teilweise weirde Motherfucker, die euch nichts Gutes wollen. Und die sollte man nicht als Familie bezeichnen. Ja, ich glaube, da ist der unter, da ist natürlich der äh, der Begriff La Famille ja super unglücklich gewählt, ne? Also äh, äh, nicht nur, weil man denkt, man hat irgendwie mit so einer, mit so einer Mafiastruktur zu tun und dann sitzen da eigentlich nur 20 Neckbeards vor dir und ihre Frauen, die man nicht erkennt. Ähm, aber ist <laughs> wie bei den Zwergen, aber ähm, genug Disrespect jetzt, aber es ist wirklich. Es ist von mir auch, also ich glaube, das, was am schwierigsten ist, ist dieses Suggerieren dieser Wohlfühlelemente. Ich verstehe natürlich, dass Leute nach der Arbeit irgendwie ausspannen wollen und relaxen wollen und sich nicht mit diesem täglichen Stress, den sie ausgesetzt sind, auseinandersetzen wollen. Aber das auf Biegen und Brechen so krass nach vorne zu setzen, dass die... Dass die alles negative ausblenden und das ist es ja also es ist ja, ja ein bewusstes la 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 ich höre dich gar nicht was du sagst das ist nämlich hier alles super so ist es ja mäßig hm. alles was in irgendeiner form dahin in die richtung geht wird blockiert ausgeblendet white noise drüber gestaltet es wird, es wird stumm gemacht es hat das hat nichts mehr mit dem mit den, mit einem netten umgang zu tun weil die ja in sich selber toxisch sind, wie man ja an dem sieht, was wir gerade besprochen haben. Ja, die sind ja, das sind absolut gestörte. Und wenn die dann zueinander finden, Alter, dann sind das zwei absolut gestörte, die eventuell dann noch einen dritten abgestörten, abgenutzt, äh, absolut gestörten herstellen. So, weißt du? Das ist hm. ja, das ist ja wie eine, das ist ja wie eine Mental Health Fabrik. Und man muss sich auch vor Augen halten, die geistige Gesundheit ist auf Twitch ein großes Problem. Nicht nur bei Streamern, sondern halt auch bei Zuschauern. Und dann gerade mit bei Zuschauern glaube ich. Ich glaube gerade bei, bei Zuschauern, weil wer 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 sich als Streamer dahinstellt und sich dann und, und sich dann als psychosomatisch erkrankt äh, darstellt, der hat sie in meinen Augen nicht mehr alle. Und zwar nicht nur, weil er psychosomatisch erkrankt ist eventuell, sondern weil er sie wirklich nicht mehr hat. Ich bin ja großer Fan der der ähm, der Gangart und der Richtlinie. Wenn du psychisch krank bist, dann gibt es genau eine einzige Person, die dir weiterhelfen kann. Und die trägt einen Doktortitel und äh, heißt nicht Dr. Disrespect, sondern das ist ein Arzt. Weißt du, der hat das studiert. Der macht das. Der verdient da sein Geld mit. Und sowas gehört nicht an die Öffentlichkeit. Man, man, es gibt Menschen, bei denen das wohl in Therapie oder begleitend helfen kann, sich zu verbalisieren. Aber das ist wie bei allen psychosomatischen Erkrankungen keine Allzweckwaffe. Und deswegen sind solche Twitter, ähm, Twitter-Geständnisse oder solche Discord-Server, ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Normen kennst, dein Therapeut, oh Gott, das ist ja der, schrecklich. Das ist ja der größte Motherfucker, der, 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 da rumläuft, Alter. Das sind, der hat einen eigenen, der hat einen eigenen Discord-Server, wo er, wo er unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit ähm, Nacktbilder von irgendwelchen psychosomatischen Teenagern da äh, ran, ranholt oder rangeholt hat. Das ist ja jetzt alles gelöscht worden dann. Ähm, es ist ekelhaft. Es ist ekelhaft und es gehört nicht ins Internet, sondern es gehört in einen Therapiesaal. Da muss man, da muss man sich behandeln lassen und man muss das nicht irgendwo in die Öffentlichkeit tragen, weil die allermeisten Leute und das stellt man super schnell fest, die sich dann dazu äußern und sagen, sie sie haben Depressionen oder sie sind krank und man würde gar nicht wissen, wie das ist. Wenn du die dann mal, das ist ja Depressionen sind ja sind ja ungefähr wie Charity. Die kritisierst du einfach nicht. Du stellst da auch keine Fragen. Du nimmst das, du nimmst das hin, wenn es einer sagt. Ich mache Charity, okay, ich stelle keine Fragen. Ich habe Depressionen, okay, Fragen sind auch verboten. Aber wenn du dann mal fragst, Bruder, warst du denn mal bei einem Arzt? Ist das attestiert oder hast du das bei Google gelesen, dass du depressiv bist? Dann kommt da ganz schnell gar nichts mehr. Weil mm. die waren nie beim Arzt. Die mm. haben das einfach nur gegoogelt oder, oder sind ein bisschen traurig und stellen sich dann als depressiv dar. Und das ist der Grund, und das sage ich immer. Dass dieser Begriff so unglaublich inflationär benutzt wird. Mittlerweile hat jeder zweite im Internet Depressionen. Und die Leute, die tatsächlich Depressionen haben, das ist nämlich eine, eine attestierbare Krankheit das ist eine Störung in deinem Hirn, die kannst du sehen und messen, die werden damit in den Dreck gezogen, weil die denken sich: Alter, ihr wisst überhaupt gar nicht, was das ist. Ihr seid ein bisschen traurig oder so, aber ihr seid so lange nicht depressiv. Und diese, diese Brutstätten von, von, gegenseitiger Hilfe und gegenseitigem Support, die sind eher gefährlich, als dass sie irgendjemandem helfen. Ich möchte da an diesen, ich möchte da an den, an den Suizidaufrufkanal im Discord von, äh, von deinem Therapeut erinnern. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, was die allermeisten hoffentlich sind. Der hatte einen, der hatte einen Textchannel, wo man, ähm, verbal Druck ablassen konnte. Das bedeutet, da hast du 14-, 15-Jährige gehabt, die da geschrieben haben, ja lol, ich halte das alles nicht mehr aus, ich glaube, ich setze dem Ganzen ein Ende. Und dann kommt der andere und sagt so, ja Mann, ich kann das voll verstehen, ich glaube, ich mache Ausschluss. Und du liest das und denkst dir, was passiert da bitte? Da müssen alle Alarmglocken angehen. Und äh, im Zuge dessen hat auch eine, die Organisation für, für ähm, psychosomatische Erkrankungen in, in Deutschland hat diesen Discord-Server und diesen Normen Thematisiert in einem Blogartikel und geschrieben, das ist keine Hilfe. Haltet euch fern davon. Das ist, dann das gab's ist schädlich halt, Dann gab es halt einen Shitstorm und die haben das zurückgenommen oder zum Teil korrigiert oder wollten nochmal ein neues Statement machen. Ich weiß nicht, ob eins gekommen ist. Nee, die haben äh, es halt äh, da ja, runtergenommen. das schon hab bekommen. Also ganz wir einfach runtergenommen, da waren dann die komplette die komplette White Knight Community hat sich ihre Rüstung angezogen und äh, und das passierte dann immer, ne? Dann nimmst du von den negativen äh, Fällen äh, erfährst du da nichts, weil sich einfach eine Gruppe von drei, 300 White Knights da vorstellt und das reicht in den meisten Fällen schon aus, ähm, um dann so einen Artikel runterzunehmen, die dann sagen, nee, mir hilft das aber und ich finde es auch voll in Ordnung, dass wir da Nacktbilder teilen. Was ist denn da was ist denn da so schlimm dran? Wir wollen das doch alle ja, nee, es ist nicht gut. Und das ist auch nicht okay, das ist einfach Kacke. Und ja. dass das überhaupt existiert, ist ein, ist, ein, ist ein großer Witz. Ich bin ja auch voll und ganz für die Sensibilisierung gesellschaftlich, dass das passiert, dass Leute diese Krankheit haben oder diese Krankheitsform. Aber ich bin auch nicht der Meinung, aber ich glaube, sehen zu können, dass es in Teilen zu einem Trend wird, zu sagen, Du hast Burnout, Depression, du bist ähm, geistig nicht gesund. Weil das irgendwie so mitschwingt, wenn du traurig bist oder wenn es dir mal schlecht geht in deinem Leben. Und sobald das länger als zwei Wochen ist, hast du halt dann diese Self-Diagnose gemacht. Und ich muss auch immer kotzen, wenn ich diese ganze Scheiß-Therapeut-Tweet-Kacke sehe von diesem komischen Typen, der jeden Tag irgendwie so einen Kalenderspruch rauslässt oder vier, von wegen, ja, ich war bei... Nur weil man das nicht sehen kann, dass ich verletzt bin, heißt das nicht, dass ich nicht verletzt bin, Bruder. Äh, diese generische und auch diese, diese. Ja, ich küsse nur mal Männer und das ist okay. Ich, ja, ist doch. Ja, niemand verurteilt das. Dieses Erschaffen des Feindbilds, das keiner ist, weißt du. Das hat damals äh, Grüße gehen raus und ich hoffe, er ist bald wieder gesund. Das hat Mickey auch gut hingekriegt. Dieses Erschaffen eines Feindbilds. Ja, an alle Hater da draußen, mir geht's heute gut. So, wer, wer hat denn gesagt, dass es dir nicht gut geht? Ja. Wer ist denn der Typ, der dir sagt, der dich kritisiert? Ja, alle meine Hater. Wer, wer ist denn hat alle gar deine gar nicht nötig? Hater? Diese es gibt Scheiße nicht. mit, keiner hat an mich geglaubt. Alle haben gesagt, ich schaffe es nicht. Und du hast halt einfach 5000 Zuschauer, die dir, je, die dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen, weißt ja, du? Ja, ja, das ja. Ist der, Aber es, es ist ein Cry for Attention und der funktioniert nur mal, weil je generischer die Aussage ist, desto easier kannst du dich damit identifizieren. Mit so einer Aussage wie, nur weil man es nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass ich auch nicht verletzt bin. Da, jeder liest das und denkt sich, ja, das ist halt too real for me, ne? Es geht mir genauso. Ja. Es ist halt Situations, Street. ja, situationsunabhängig. Es ist scheißegal, ob gerade deine, deine Alte weggelaufen ist oder ob dir ein Glas Kaffee umgefallen ist, weißt du. Es, du kannst dich immer damit identifizieren. <laughs> Schreckliches Szenario übrigens gerade. Holy shit. Ja, aber wirklich, aber die, die Spanne ist wirklich so groß. Und so mein Lieblingsbleistift ist abgebrochen oder meine Mutter ist gestorben. Das ist, das sind, das ist, das ist ein so unglaublich großes Spektrum an, an Verletzungen, die da passieren können. Das eine eben komplett dilettantisch nutzlos und das andere halt ultra krass und trotzdem fühlen sich alle irgendwie angesprochen und deswegen fällt es leicht, sich mit sowas zu identifizieren und das ist eine bewusste Strategie, um Reichweite zu generieren, um dann im besten Fall wahrscheinlich irgendeine so Pseudo-Wissenschaft -Pseudo zu verkaufen und daraus Profit zu schlagen. Das ist ekelhaft. Wahrscheinlich wird derzeit auf dem, auf dem Server von, von deinen Therapeuten wahrscheinlich auch Raid Shadow Legends Werbung gemacht. <laughs> oh Gott. Ja, die müssen ja übelst viel Kohle bezahlen, Mann. Raid Shadow Legends habe ich jetzt. Ähm in so vielen YouTube-Videos gesehen, die müssen irgendwas um 500, die müssen eine Million rausgebuttert haben. Also. Mehr, mehr. Man Man kann wir so viel Mal Geld geflossen sein. Letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich habe übrigens nachgezählt, ich habe 17 E-Mails gekriegt von Raid Shadow Legends. <laughs> Fun Fact, ich habe keine. Wirklich nicht? Keine einzige. Hast du auch im Spam-Ordner Spam geguckt? Weil bei mir war der Großteil, außer von, außer von Bianca, Grüße gehen raus an Bianca, äh, Bianca war die Einzige, die es geschafft hat, ähm, dass ihre E-Mail nicht im Spam-Ordner gelandet ist. Alle anderen Anfragen, unter anderem auch nochmal drei von Bianca, aber das spielt keine Rolle, äh, sind, sind äh, im Spam-Ordner gelandet. Ich habe keine von denen gesehen, glaube ich. Also nicht aktiv zumindest. Also ich behaupte jetzt einfach, ich habe keine gekriegt. Ja, ich hatte jetzt übrigens. <laughs> oh Gott, das kann ich gar nicht erzählen. Aber ja. so eine, eine russische Schnittsoftware, ne? Hat mir ein, hat mir ein Angebot gemacht. Ähm, okay. ne, also sowas wie sowas wie Premiere, nur halt aus Russland und halt ja. in Terrible, ne? Ja, ja. Und der Typ hat mir in dem unglaublich, in dem schlechtesten Englisch, das du dir vorstellen kannst, hat er mir eine Anfrage geschickt. Und ich denke mir, also, okay, Bruder, da musst du einfach mal rein. Weil das ging nicht um Twitch, sondern er wollte das für den YouTube-Kanal. So, und das, das, ist, das muss man sich mal überlegen, weißt du, mein YouTube-Kanal ist halt fucking ist halt irrelevant, ne? Und ich so okay, wo was geht's denn? Also, uh, yes my friend, um, please uh, have a look at the website, make a recording uh, 30 to 60 minutes and then you get paid. Und ich so okay, but you get paid? You you got my attention. Wie viel wie viel Payment ist denn da zu erwarten? Also so, uh, we have a zoom of 2000 dollars that we gonna <laughs> transfer you when you when you make the video. Und dann habe ich ein Video gemacht, weil ich mir dachte, okay, Alter, es geht ja voll schnell, 30 Sekunden. Ich sollte mir nur die Webseite von denen angucken und das in ein YouTube Video reinpacken. Der Ablauf der, der Ablauf der ähm, Displacements ist wie folgt dann 2000 Dollar, <laughs> 2000 Dollar für eine 30 Sekunden, für einen 30 Sekunden äh, Clip, wo ich die Webseite vorstelle. Ähm, den sollte ich erstellen, sollte ihn den zuschicken und dann nehmen die ihn ab, äh, überweisen mir das Geld und dann wird er hochgeladen. Und wir sind derzeit in der Abnahme. Das bedeutet, ich habe mich vorgestern dahingesetzt und habe Folgendes gesagt. Ton, ich meine, wenn es auf dem YouTube-Kanal landet, dann dann herzlichen Glückwunsch und sind wir alle glücklich. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall sein wird, weil ich gesagt, weil ich folgendes gesagt habe: Ja, Freunde, hier ist eine russische, hier ist eine russische Software, die ist eigentlich so, die macht eigentlich alles wie äh, Premiere, aber in teurer und unzuverlässiger. Aber ich kriege 2000 Dollar dafür, dass ich sage, dass ihr das runterladen sollt. Ähm, auf, aufgrund von, unglaublich, äh, von, von einem unglaublichen Missgeschick ist der Link, der eigentlich in der Beschreibung sein sollte, den habe ich vergessen. <laughs> also tut mir das auch sehr leid, dass auch meine Facecam über dem, über dem äh, Markennamen ist. Aber es ist eine ganz tolle Software. Ähm, sollte man sich nur nicht runterladen, weil ansonsten ist der PC wahrscheinlich voller Malware. So, und das habe ich denen jetzt geschickt. Weil ich davon ausgehe, dass von denen keiner Deutsch spricht. Und wenn die sagen, ja, super, machen wir, dann wird das demnächst auf meinem YouTube-Kanal landen. Ne? Großartig. <lacht> <lacht> ja, Bled. Äh, Bled. Ähm, Easy Money. Ja. ja, wenn das, also wenn das, wenn das kommt, warte mal, ich muss mir gerade gucken. Äh, der heißt übrigens, übrigens, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Die Adresse, die Adresse ist Nixi äh, MNG. Und der Name, redet mal wieder, wie der Russe mir weiß machen wollte, dass er heißt. Wladimir. Nein. Ivan. Michael Smith. <lacht> <lacht> Michael Smith, mein Name ist Michael Smith. Der ist ein Michael, Michael Smith und der hat es dann weitergeleitet in seinen Kollegen David Smith. Die heißen da anscheinend alle Smith in Russland. Sam Smith. Ähm, und äh, die, die, äh, ich, ich hoffe, dass ich das dann... Wieder. Ich hoffe, dass ich da eine großartige Platzierung äh, kriegen werde. Wird auch keiner mitkriegen, weil meine Videos haben so keine Ahnung, 10.000 Klicks oder so. Ähm, wird auf, ist auf jeden Fall rentabel, Jungs. Wenn ihr das macht, Daumen nach oben. Großartig. Großartig. Was hatte ich denn jetzt noch? Hatte ich noch was? Ich bin immer noch ein bisschen ausgelaugt vom Stream. Wir haben ja heute einen Fernsehabend, ne? Karl und ich haben hm. heute Fernsehabend. Nein, das stimmt nicht. Ich habe, ich habe, äh, äh, ich Was? wurde korrigiert. Es ist am 19. ist nicht diesen Sonntag, ist nächsten Sonntag. Ich war schon, ich war ganz aufgeregt, weil ich heute Mittag mit Tama äh, eine Runde Overwatch gespielt habe. Ja. Und ich war super aufgeregt und habe gesagt, nee, aber heute Abend ey, es schon, bist du schon fertig. Wir haben schon, wir haben schon Popcorn. Ich habe, ich habe Cola. Ich habe fizzy Bubble. Ich habe alles. Und er so. Ja. Ja, das ist nächste Woche, Bruder, und nicht so, Gott, nein, wirklich, ja. Du kannst es dann ich nicht, nachgeguckt, kann man wohl nicht wahr sein. Woche. Dann musst du mir das doch schreiben. Ja, ich habe selber, ich hab's ja selber erst vor, vor, nicht, vor gar nicht allzu lange Zeit erfahren, aber es gibt nächste Woche Sonntag haben wir einen Fernsehabend, und zwar beim Clip des Jahres, der Twitch TV Clip des Jahres. Das Event des, äh, des äh, Jahrzehnts, kann man, kann man, denke ich sagen, ähm, präsentiert von Fritz Kohler, webhosting.de, ähm, NASA, alle, alle sind dabei, alle Sponsoren sind dabei und da werden die Clips des Jahres präsentiert. Ich hoffe, ich bin nominiert, aber ich glaube, ich bin nicht nominiert. Also ich habe keine Anfrage gekriegt und aus DMCA-rechtlichen Gründen denke ich und weil kein Clip mehr wirklich von mir existiert, <laughs> äh, denke ich, dass ich nicht nominiert bin. Ähm, Alter, meine Clips sind ja auch alle gelöscht. Äh, ähm, also ich habe ja nur die Clips der letzten zwei Wochen oder so immer da. Das ist schade. Das ist sehr schade. Das ist wirklich schade. Ich ja, hätte gerne einen Clip des Jahres gewonnen. Ich habe äh, den Affiliate, ich habe bei so einem kleinen Streamer den Affiliate-Streamer äh, des Jahres gesehen. Bei Cini, ne? Ja, ja. Äh, und das war. Cini aka, ich brauche eine Rundfunklizenz. Und, aber das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, dass das, dass das so geht. Wir müssen dagegen protestieren. Und am besten protestieren wir dagegen, wenn ihr meinen Stream guckt. <laughs> gehen raus an die Mienpartei an dieser Stelle. Die ist übrigens wieder tot. Meme-Partei wurde die ist, eingestellt. Die wurde eingestellt, weil die haben, ja. die haben wahrscheinlich bemerkt, äh, dass das alles Schrott ist, den sie da, den die da in ihren, in ihren äh, Google Doc-Dateien niederges niedergeschrieben haben. Ich war ja, ich war ja im, äh, warst im du Mitglied der Meme Partei? Ich, war nicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Mitglied war, aber ich war auf dem Discord-Server der Meme-Partei. Also dann warst du Mitglied der Mienpartei, denn das ist wie bei äh, Jörg Sprave, wenn du Mitglied der Facebook-Gruppe bist, bist du automatisch gegen YouTube. Bei Fairtube bist du dann noch angemeldet. Jörg Sprave übrigens, weißt du, was der für Videos macht? Naja, der ballert hier mit so einem äh, nachladbaren Bahn Bogen äh, durch irgendwelche Holzwände durch. Ja, ich habe mir letztens, hab ich, geguckt und so, äh, hello, hello, my name is, mein, jetzt bin ich oh, immer noch oh, russischen oh, Akzent, ich oh, muss in Lachen den deutschen, ja. ich muss in den deutschen Akzent reinkommen. Ähm, hello. Hello friends, this is Jörg Sprave. Um, today we have a look at the tranquilizer uh, darts. Cannonballs, ähm, fromse, fromse wette, vonse from wett äh, Doctors. Ha 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 ha, ha. Oh, 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 oh. der lacht halt insane, Ach, das ist total geil. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube, der hat die Lacher auch im Skript mit drin. Ähm, der auf jeden Fall, äh, bist du da, bist du da mitglied und der hat so eine Affiliate Partner des Jahres gemacht und ich habe keine, ich habe nichts verstanden, ich habe keine Ahnung, warum die Clips da sind und der meistgevotete Clip hat irgendwie sieben Votes gehabt. Ja, ist mir, ist, äh, ist, eine, ist eine Beleidigung an der Stelle erlaubt. Nicht gegen Zinni, sondern gegen eine Person, die wir beide kennen und mögen. Oh, was denn? Matze, der Hurensohn, hat ja wieder übertrieben und oh, hat das komplette, und hat den komplett, hat die komplette Preisverleihung gesprengt. Doch, ich möchte dich erstmal verwarnen. Ja, ist aber, ich habe ja vorher gefragt, deswegen geht es ja noch. Nein, Ordnung. ist, nee, tut mir leid. Wenn ich wusste, dass du jemanden beleidigst, hätte ich das schon vorher gesagt, aber ich muss dich verwarnen. Aber Hurensohn ist Nein. Laut Doodle, gar, gar keine Beleidigung Nein, es, ja. ist keine, es ist aber als Beleidigung gemeint. was wenn ich es kurz einrappe, dann geht's, oder? <laughs> wenn du es kurz einrappst mit dem Beat runter, wird es gehen. Matze, der Hurensohn hat die ganze Verleihung gesprengt. So ist in Ordnung, okay? Hm, Weil ja. da habe ich schon okay. so ein bisschen Apache-Flair drauf. Ja. Jedenfalls ich äh, den geht, geht, ja hm? Ja, das stimmt. Jedenfalls wurde Matze stark verwarnt, stark ja. verwarnt, ja. Äh, weil er die, weil er die Affiliate des Jahres Veranstaltungen gesprengt hat. Und da möchte ich mich auch ganz öffentlich von distanzieren. Ich möchte mich für Matze entschuldigen, weil der Mod von mir ist und ich auch eine Verantwortung trage, ein bisschen für sein Verhalten in der öffentlichen Welt da draußen. Und ähm, deswegen, äh, das geht nicht. Also ich muss da ganz klar sagen, tut mir leid, dass er gesagt hat. Warte mal, was hat er eigentlich gesagt? Ähm, der hat irgendwie gesagt, äh, was ist das denn hier? <laughs> <laughs> Was soll das ja? Was ist das für eine sinnlose Veranstaltung? Irgendwie sowas hat er gesagt. Und deswegen, ja, Matze, du kannst ja auch gehen. Da oben ist das X, keiner, und du musst das nicht gucken. Wenn Zinni das sagt, ist das ja so, als würde das irgendwie so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, als würde so ein Koalabär gegen Feuer anreden. So, das macht einfach keinen Sinn irgendwo, aber es ist, es, es kam auch nicht als Verwarnung rüber, es kam mehr so als pädagogische Maßnahme von einem von einem Kindergärtner vorüber, der versucht, Ronny mitzuteilen, dass er aufhören soll, die, die Lego-Steine zu fressen, der Idiot. Ich möchte übrigens meinen Affiliate des Jahres auszeichnen, weil ähm, uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir sehr negativ sind ähm, und äh, gegenüber kleineren Streamern bin ich überhaupt nicht, ist auch Stay überhaupt nicht, zumindest zu 99,9 Prozent. Ähm, und deswegen möchte ich heute meinen Affiliate des Jahres auszeichnen und zwar ganz 100%ig unironisch: No Hands, No shogi. Kennst du den? Ja, no -Hans Noshoki, einer der, ähm, äh, also ich habe ich habe den ja schon äh, mehrmals unterstützt. Wir haben ja schon einige Sachen bei dem gemacht. Ich habe auch seinen Aufruf zum, der hat eine Pflegekraft gesucht und äh, Echt? die Sache habe ich ja ja. Ich habe ich kenne ihn tatsächlich. Ähm, no -Hans Noshoki ist jemand, der schon lange Zeit auf Twitch streamt. Ich habe den schon ein paar Mal gehostet und geradet. und äh, der hat eine Pflegekraft gesucht vor ein paar Wochen, Monaten. Und das habe ich äh, versucht mit zu verteilen, damit der wieder jemanden hat, der sich um ihn kümmert, weil der querschnittsgelähmt ist, ne? Richtig. Und äh, ja, kenne ich. Ja, also No Hands, no Shuki ist mein Affiliate des Jahres. Auch wenn die Zahlen das vielleicht nicht hundertprozentig rechtfertigen, ähm, kann man da mal eine Ausnahme machen. Ich möchte, dass No Hands, no Shuki in die Twitch-Partnerfamilie aufgenommen wird. Ja. Ist, ein, ist, ein, ist ein cooler Typ, Mann. Äh, ist ein Streamer aus Leidenschaft. Ähm, der ist für mich der Affiliate des Jahres 2019. Stimme ich zu. So, kenne ihn kaum ja ich ich, ich habe einmal gesehen dass du den gehostet hast ähm, aber ich habe den vor was weiß ich vor anderthalb Jahren oder so da war er war ja auch noch selber äh, super klein äh, da habe ich den rüber gehostet so das ist er ist halt ein super lieber Kerl Mann der ist super offen und der beantwortet allen Scheißmann weil das ist halt echt eine Leistung ne also ich habe das ich habe ähm, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen also weißt du, wie 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 man einen PC mit seinem Mund bedient es ist halt so unglaublich krass, ne? Aber ja, der hat, da hat so, eine, viel Spaß so ein extra, dran. Ja, der hat so eine extra Vorrichtung da, ja. Ja, es geht so über Blasen und, und Pusten und äh, dann so, ein, so die Maus bedient er dann, indem er, indem er so ein Ding rumzieht. Das ist ultra krass, das anzugucken. Ist auch gerade live. Ähm, streamt auch super viel. Äh, guckt da mal vorbei. Äh, twitch.tv slash /no hands, no shoki. Top -Kick, der Typ. Topkack. Ich stimme dir zu, lass uns allgemein mal bitte, lass uns einfach mal die Arroganz besitzen, andere Streamer zu bewerten. Lass uns okay. einfach mal eine, eine Streamer, die wir bewerten dich. Okay. Ähm, und äh, deine deine besten und schlecht, also auch die schlechtesten Streamer des Jahres 2019 ähm, announcen. Und dafür kannst du ganz kurz in dich gehen, weil ich werde auch ganz kurz in mich gehen und wir werden hier kurz eine technische, Unterbre technische Unterbrechung Um, okay, okay, yeah. Alman Arabica, please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. Oh. Alman Arabica, please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. Hmm. Einfache so. Aufgabe ist es nicht. Ist keine einfache. Wir machen, wir, äh, ich splitte, wir machen hm. männliche und weibliche. Okay? Uff. Ja. Weil ansonsten, ansonsten finden, und das muss ich an dieser Stelle einfach sagen, ansonsten finden bei den weiblichen findet einfach kein weiblicher Streamer statt bei mir. Bei den Top-Leuten. Wir, wir lassen uns gegenseitig raus. Ich, ich verzichte jetzt darauf zu sagen, ich gucke Stay, weil Stay ist ein guter Streamer, der sagt hm. immer, was er meint. Und hm. <laughs> Der ist auch immer vorne mit dabei, was Charity angeht. <laughs> äh, erst letztens wieder 20.000 eingenommen. <laughs> ähm, ich glaube, ich verzichte einfach aus, auf, auf, die, auf die Nennung aller Streamer, die so in meiner Bubble mit drin sind. Weißt du, von den Leuten, die ich kenne und die ich, die ich so, sowieso schon cool finde, ne? Also Dizzy auch. Ähm, ähm, Negativ-Event des Jahres. Ähm, oh Gott. Was ist, das, was ist das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe? Das Schlimmste, die das Schlimmste, ich möchte das zusammenfassen. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, sind diese ganzen Pisser, die innerhalb des. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich Pisser gesagt. Da verwarne ich mich selber für. Zweite Verwarnung schon, bei der dritten gibt es einen Strike und ich bin draußen. Ja. Ähm, sind die ganzen, sind die ganzen Leute, die versuchen, die versuchen ähm, durch durch externe Seiten ihre ihre Zuschauerzahlen künstlich in die Höhe zu schießen. Und zwar ähm, ist das ein Trend, der 2019 angefangen hat? Gibt es Seiten, wo du drauf gamblen kannst? Das ist vor allem bei Battle Royale Spielen ist das sehr beliebt. Da mhm. kannst du drauf wetten, welche Platzierung der, äh, der Streamer machen wird. Ähm, und zwar kannst du darauf halt legit wetten. Das ist so wie wie CSGO damals. Und wenn man sich auf diesen Seiten eintragen lässt, dann wird man da gefeatured und dann kommen natürlich die ganzen Gambling Verrückten und dann hast, sitzt du da auf einmal mit 1500 Zuschauern und normalerweise wenn das, also im Chat sind halt 70. Geht hm. gar nicht. Genauso wie diese ganzen Leute, die die ständig irgendwelche Paysafe-Karten verraffeln, was sie sowieso nicht machen, oder irgendwelche Grafikkarten verraffeln, was sie auch nicht machen, hört auch auf so eine Scheiße reinzufallen. Die verraffeln nichts. Wenn die wirklich, wenn die wirklich 1600 Euro übrig hätten, um euch eine 2080 TI zu, äh, zu schenken, dann, dann, dann würden die nicht auf Krampf jeden Tag zwölf Stunden streamen für 60 Mann. Würden sie nicht machen. Das finde ich ekelhaft. Immer abwechselnd, jetzt bist du dran. Boah, meine schlimmste Sache. Äh, ich glaube, das Schlimmste dieses Jahr war einfach die, also ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist, aber mein zurückliegendes Jahr ist, oder 2019, ist dieses inflationäre Geld regiert die Welt auf Twitch. Ich mache mal ein paar Vergleiche, damit ich weiß, was ich, was ihr, was ihr damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar das Level-Up-Sponsoring der Twitch-Con, dafür schäme ich mich immer noch, mhm. ähm, dass ein Koffeinpulver so viel Kohle aufbringen kann, dass eine ganze Messe davon gesponsert wird und fragwürdig ähm, unterstützt, obwohl man das Produkt nachhaltig Scheiße nennen kann, ist schon ein bisschen schwierig. Alle Leute, die da die Augen zugemacht haben, alle Leute, die sich die Kohle eingesteckt haben, alle Leute, denen es scheißegal war, was da promotet wird, Hauptsache im Monat kommen irgendwie fünfstellige Beträge bei rum. Ähm, kann ich auch Trimax sagen, da muss ich auch leider Mickey sagen. Ähm, Twitch selber, äh, es ist sehr schade, dass das so passiert ist. Dann ähm, alle Leute, die, also was so Worst Case-Szenarien, alle Leute, die dieses Jahr, nach äh, 2019, irgendwelche beschissenen Agenturen aufgemacht haben um irgendwelche beschissenen Streamer zu promoten, die ihre beschissenen Placements machen müssen für ein beschissenes Hundertstel ihrer normalen Zuschauer. Äh, das war so äh, das Schlimmste. Ähm, allgemein Leute, die denken, sie haben Ahnung von irgendwas, sich immer wieder profilieren, aber eigentlich nur die letzten irrelevanten Scheißfliegen sind. Ich verwarne mich dafür, sorry. Aber ähm, die Anmaßung 2019 war voll mit Anmaßung, voll mit Behauptungen. Aber 2019... Ähm, hat einem auch wieder gezeigt, äh, dass das unter Umständen kurzzeitig zu Erfolg führen kann, aber am Ende einfach nur, einfach nur ein fliegenschüssen in, in der Zeit des Internets ist, denn die werden auch alle wieder verschwinden, weil die Kacke nicht läuft. Ja, ich, ich reihe mich direkt ein. Ähm, ich möchte, ich möchte noch den großen, an den, an den großen All meine Arabica-Pranger hängen. Alle Leute, die versucht haben, durch irgendwelche Tutorials oder Guidelines oder Entrepreneur-Webshops ähm, den Leuten beizubringen, wie man streamt. Gerade ja. die Leute, gerade die Leute, die das Einrichten des Streams äh, verkaufen, sind Schmutz, weil sowohl Twitch als auch OBS und alle Abkömmlinge von OBS haben das kostenlos in ihrem Programm mit drin. Es gibt einfach bei Twitch ein Tutorial, wie setze ich meinen Stream an? Da ist alles Wichtige niedergeschrieben, in was weiß ich, 97 Sprachen, das muss man nicht verkaufen und wer das verkauft, äh, der ist Schmutz, genauso wie die ganzen irrelevanten Leute, die versuchen ihr Wissen zu verkaufen, wo ich mir frage, wenn du doch so ein großes Wissen hast und das so 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 unglaublich wertvoll ist, dass man das verkaufen muss, wieso streamst du dann für 20 Leute? Weißt du, das macht halt keinen Sinn. Also das geht natürlich, kommen jetzt die Leute, die sagen, du musst auch kein guter Fußballspieler sein, um ein guter Fußballtrainer zu sein. Guck dir doch mal Felix Magath an. Ja, ist in Ordnung, wissen wir alle. Aber im Streaming ist es so, wenn ich selber aktiver äh, Streamer bin ähm, und, und mich als Profi bezeichne, dann kann ich das nicht anderen Leuten beibringen. Das, ist das Äquivalent im Fußball wäre dazu, dass, äh, dass Manfred dass Meier Manfred aus der Kreisklasse C bei FC Bayern München vorläuft und sagt, so, ich zeige euch jetzt mal, wie man kickt. Ne? Ich zeige euch das jetzt mal. Dann kann man das nämlich schon sehr gut vergleichen und das ist Schmutz und das macht man nicht. Und an alle Leute, die das gekauft haben im Jahr 2019, ihr tut mir auch leid, man spielt da mit den Wünschen und Träumen von Leuten, die dann gewillt sind, kleinere bis mittelgroße Summen dafür auszugeben. Damit sollte man kein Geld machen. Alles, alles was es dazu zu wissen gibt. Was man, was man sich an Wissen aneignen kann, gibt es schon kostenlos und professionell im Internet abrufbar. Und diese ganzen Web Webinare, Seminare, Workshops, die sind alle unnötig. Hört auf damit. Hm. Ähm, das war, war, was war denn das jetzt für eine Kategorie? Hatten wir in eine Kategorie? Ist das so allgemein das Schlimmste, was so 2019 war? Ja, richtig. Einfach das Schlimmste aus unserer Welt 2019. Wir haben ja noch keinen Jahresrückblick gemacht. Hm, okay. Das Beste, boah. boah, das Beste, ich würde sagen, die vermehrte Professionalität, ähm, also vermehrt wie, obwohl es da sehr viele negative, negative Beispiele gibt, ist es doch auch viel Positives gewesen, wenn es um Umsetzung von Charity-Kampagnen auf Twitch ging. Anfang des Jahres wurde äh, eine ganze Kampagne eingestellt, weil die Scheiße nicht gut lief. Und ich, be be ich bezeichne das eigentlich einfach mal als Win, weil, wenn etwas nicht gut und transparent ist und damit irgendwie komischen Sachen arbeitet, dann sollte das aufhören. Und ich finde gut, dass das aufgehört ist, äh, aufgehört hat. Der vermehrte Umgang damit, dass das immer wieder, dass Fehler passieren, aber dass halt Leute immer mehr merken, so und so hat das und das trägt zur Professionalisierung dabei. Und die Professionalisierung diese, dieses beruflichen Bereiches oder diese, dieses Bereiches allgemein, des Streams selber, das finde ich gut. Ja, Streaming ist noch größer geworden für alle. Merk, merken bloß halt nur die Großen, aber das bin, da bin ich ja Teil von, darum kann ich sagen, das ist super. Streaming ist noch besser geworden, die Qualität ist noch besser geworden. Und das ist als positiv zu bezeichnen, unabhängig davon, was auf der Plattform passiert ist. Streaming hat davon profitiert, dass Leute gehen, dass Leute kommen, Leute bleiben. Und das wird, ähm, das war ein entscheidendes Jahr für Streaming selbst. Und das ist sehr, sehr gut. Also Leute werden, das wird nächstes Jahr noch krasser mit Verträge unterschreiben, exklusiv, nicht exklusiv und so weiter und so fort. Ja, da möchte ich mich anreihen positiv, auch wenn es da sehr viele Negativbeispiele gibt die einem erstmal per se, die man per se vielleicht als negativ bezeichnen würde, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, das ist unsere Seite, das ist unser Ding hier, da habt ihr nichts zu suchen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich begrüße jeden YouTuber, der seinen Kanal einstellt und sich jetzt Vollzeit auf Twitch versucht, weil jeder Zuschauer, der von YouTube nach Twitch kommt und dem Twitch als Seite gefällt, dem Livestreaming gefällt, der wird früher oder später bei uns landen, weil die, weil wir das können. Und weil die YouTuber das eben nicht können. Sehr, sehr viele können das einfach nicht. Also bei sehr, sehr vielen merkt man einfach, dass sie geschnitten Witz haben, dass sie geschnitten Humor haben, aber dass sie in einer drei, vier, fünf Stunden Übertragung nicht viel zu bieten haben. Und ich begrüße all diese Leute, die versuchen, auf Twitch groß zu werden. Um, weil das bringt Leute auf die Seite. Und je mehr Leute auf der Seite sind, desto, desto mehr potenzielle Twitch-Primes sind im Becken, die wir uns angeln können. Mhm. Und deswegen, deswegen begrüße ich jeden YouTuber, der auf der es auf Twitch ähm, äh, probiert. Ne? Ja. Sehr positiv. Meine, wir müssen ja, gucken wir, gucken wir einfach mal in, ins Jahr 2000. Julian Bam macht seinen Kanal zu, streamt jetzt auf Twitch. Herzlich willkommen, Ju. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ähm, ja, was haben Female wir Streamer of the Year für mich. Female Streamer of the Year. Oh äh, Scissor Stream. F schon, schon immer. Therese. Muss eine Lanze brechen für Therese. Therese ist, äh, könnte die deutsche Pokimane sein. Was? Sag ich ganz ehrlich. Ich sag's dir ganz ehrlich. Wenn die aufhören würde mit diesem dummen League of Legends-Scheiß den kein Mensch gucken möchte, weil jeder, der auf Twitch League of Legends guckt, als Deutscher, guckt sowieso bei, bei No Way for You <laughs> oder bei Maxim. Ähm, wenn, die, wenn die Just Chatting machen würde und ihre All Positivity, dass das keine Masche ist, sondern so ist die einfach, wenn die das durchziehen würde im Just Chatting-Bereich, boom, Explosion, erfolgreichste äh, weibliche Streamerin auf der Plattform. Uff. Gleich, wie es ist. Uff. Also habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen, aber ähm, äh, warte mal. Beste beste Female-Streamerin. Boah, ich glaube, da muss ich passen. <laughs> ähm, oh, ich glaube, ich gebe einen Doppelwort. Ich gebe es in die okay. eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Einmal gebe ich es Milchbaum, weil die einfach irre ist. Ganz legit, die ist irre. Guck die. Mhm. Die, hat, die hat nicht alle Waffeln inner. Schrankwand und einmal gebe ich es an die einzige Streamerin, die ich sonst gucke, und das ist Sayuri. Und die ich ist hab nett. bei nett. Ich habe bei äh, Sayuri hab nie geguckt und bei Milchbaum, jedes Mal, wenn ich reinschalte, ist sie nicht im Bild und okay. dann höre ich. Und dann kommt sie reingerannt und macht einen Purzelbaum aufs Sofa. Mhm. Und ich denke mir, nice. Ja, genau, darum äh, Female Streamer of, of the Year. Okay, Mainstreamer um, of the Year. Das wird, kann ich international gehen, weil ich gucke so gut wie keine deutschen Streamer. Ja, natürlich. Streamer of the Year. Und ich sage es, ich sage es, ich sage es nicht zum ersten Mal und ich, es wird auch für mich immer so bleiben. Für mich ist der beste Streamer. Cool, Doctor disrespect. Oh. Dr. Disrespect ist einfach der, der, der beste Streamer auf twitch.tv. Es gibt keinen besseren als Dr. Fucking Disrespect. Jedes Mal, wenn ich Dr. Disrespect gucke, bin ich entertained. Und ich, ich weiß, was ich kriege und ich kriege es und es überzeugt mich. Und ich gucke den schon seit seit Jahren jetzt. Zwei Jahre oder so gucke ich Dr. Disrespect. Einzige Streamer, den ich wirklich regelmäßig ähm, über einen langen Zeitraum gucken kann. Mhm. Mein Streamer of the Year geht an Greek God für seine positive Veränderung körperlich, mental. Ähm, das er hat ist sich, fucking langweilig geworden. Er hat sich äh, die Zeit genommen, er hat sich äh, den Fokus genommen, um seinen Körper, also er hat irgendwie 500 Kilo abgenommen, mhm. er hat Fitness gemacht, er ist auf dem Weg, äh, den äh, man nie hätte erwartet, und deswegen. Äh, Greek God auf jeden Fall, Streamer of the Year. Nicht, weil ich die Streams besonders gut finde, sondern einfach, weil die Veränderung unglaublich ist. Aber er ist langweilig geworden, oder nicht? Seit er, seit er nicht mehr dick ist. Ich weiß nicht, ob er langweilig gucke die Streams ja nicht. Ja. Ich finde nur die ja, Veränderung ja. großartig. Weil er abgenommen hat oder was? Bruder, der hat irgendwie 500 Kilo gewogen und wiegt jetzt irgendwas um die 87. Guck dir den mal an, der sieht aus wie der sieht aus wie Brad Pitt in Griechisch. Der ist einfach, ja. der, ist, der ist aus Marmor gemeißelt. Der ist einfach, der hat sich, vor allen Dingen als Streamer, der so darauf ähm, aufbaut, den ganzen Tag live zu sein und er sich seine Bestätigung hört, holt einfach aufzuhören zu streamen, um sich dann darum zu kümmern. Das ist eine unglaubliche Leistung. Streamer des Jahres ohne Zweifel. Okay, okay. Ähm, ich gucke mal. <laughs> St Streamer, Streamer des Jahres, den ich nicht verstehe, warum er Streamer des Jahres ist. Für viele. Ähm, jeder Fortnite Streamer. Was? Jeder der, jeder, der Fortnite äh, übertragen hat, verstehe ich nicht. Also verstehe ich nicht. Versteh, ich verstehe die junge demografische Zielgruppe nicht. Was ist das für eine Kategorie? Leute, nicht. die man nicht versteht? Oder was, was ist das für eine ja, Kategorie? Leute, Dinge, Dinge, die ich nicht verstehe. Dinge, die erfolgreich sind, die ich deswegen nicht kritisieren kann, weil sie anscheinend sehr viel richtig machen, aber die ich nicht verstehe. Ich verstehe ich die jungen Menschen. Als Streamer des Jahres, was ich nicht verstehe, das hat man doch keinen Sinn jetzt. Natürlich macht das Sinn. Ich gucke, ich. Jetzt, Stand ich jetzt. will von dir wissen, was dein beschissenster Streamer des Jahres 2019 ist. Mit Namecalling. Mit Namecalling. Der, wo du sagst, das was? Mit Namecalling jetzt. Raus. Boah, da, ey, da brauche ich, brauch ich, brauch ich eine Weile. Da muss ich, da muss ich wirklich intensiv drüber nachdenken, weil das muss ein Schuss in die richtige Richtung sein. Boah, da es ist da wirklich schwierig. Es gibt ultra viele, die ich kacke finde, aber. Ähm wie heißt der? Nino. Nicht Nilo, meinst du? Nicht Nilo, ja. <laughs> nicht Nilo. Ich muss mal gucken. Ja, nicht Nilo ist das. Der ist, äh, nicht Nilo. Was? Nicht Nilo. Warum das denn? Streamt auch gerade, hat 71 Zuschauer. Der, äh, zum Glück nur 71 Zuschauer. Der, jedes, das ist so einer, der, der, der wird mir jedes Mal schlecht, wenn ich den nur sehe. Ähm, ich. Guck den an und es widert mich einfach von allen Seiten an. Alter, weil, mal, weil, das, komm, jem weil, das, jemand, weil das jemand ist, der absolut nichts anzubieten hat, weder Personality noch Humor noch, noch irgendwelche anderen merkbar ausdrückbaren Charakteristika und der versucht einfach mit allem, was er macht, Geld zu verdienen, was ja erstmal nicht verkehrt ist, aber er macht es auf eine ekelhafte Art und Weise. Das, der er also ist er du musst dir vorstellen, der der sitzt da gerade, ich mach den gerade an. Ich habe nicht nicht dass ich das nebenbei gucke, aber er macht den gerade an. Der hat 90 Zuschauer und spricht die ganze Zeit von dem Hype Train, der bei 17% steht, Stufe 1 und er sagt die ganze Zeit ja mach doch mal da mal bisschen Hype Train noch mal. Dann hast du die ganze Zeit Werbung für seinen Merch, Alter, du hast 90 Zuschauer, was glaubst du, wie viele Leute mit dem Hoodie rumlaufen wollen, wo da ein scheiß Name drauf steht? Ich weiß also weiß ich nicht auch hier ganz groß mit dabei. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der hat 1000 Subs mit mit 70 Zuschauern. Das muss eine ganz ekelhafte White Night Bubble sein. Ähm, p p p ja, das ist mein das ist mein Nicht Streamer des Jahres mit Name Calling. Ja gut, ich distanziere mich jetzt dann von einer, weil das das hat hoffe, Service Techno für uns beide gereicht. <laughs> So, da war keine Beleidigung. Das, ja. war, eine, das war eine neutrale, neutrale Bewertung des, des Streaming-Hals. <laughs> oh Gott, das wird wieder eine gute Folge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, okay. Ähm, oh Gott, der schlechteste Streamer des Jahres. Du bist dran, mit Namecalling. Ja, ja, ich bin, ich bin dran, ich bin dran. Äh, schlechtester Streamer des Jahres für mich. Oh Gott, scheiße. Ich gucke ja nicht so viele. Ähm, ähm, Orange, Morin. Da steht auch wirklich Beruf, Beruf Vollzeitstreamer steht. Da steht Be Beruf. Ich mache Orange, Morin rein, ähm, äh, weil der so blöd ist und seine ganze ganze Beziehungsscheiße im Stream öffentlich macht und seine Freundin allen möglichen Leuten, die es wissen wollen, irgendwelche komischen prekären Informationen gibt und das alles super kritisch ist und keine Ahnung, was die da machen, aber alles ins Internet zu ballern und wegen seinem DMCA Strike drücke ich ihm das auch noch rein. Ähm, der von meinem Anwalt äh, ähm, revidiert wurde, ähm in Karlsruhe. Ähm, und in Karlsruhe, vor der Kanzlei, ähm, vor der Kammer. Äh, und äh, die ganze Scheiße, die da abgelaufen ist, und dass er sich eigentlich vor mir einkackt und äh, Leuten geheimlich erzählt, dass er, dass man denen sich nicht anlegen soll mit dem und so weiter, aber schlussendlich den gleichen Fehler macht wie sein komischer Freund auf der Insel. Und ähm, dass ich und da mit diesen Worten möchte ich noch dazu äh, sagen, ich vergesse nicht. Ich vergesse nicht. Und es wird der Tag kommen, ähm, wo es irgendwann mal relevant ist, was ich denke oder was ich nicht denke. Und dann habe ich wieder nicht vergessen. Darum auf wird jeden der Fall Tag kommen. Es wird der fucking Tag kommen, wo du nichts ahnend am Counter stehst vom McDonald's, dir eine Junior-Tüte bestellst und dann hast du das Mixtape drin, Bruder. Und dann weißt du, dass jeder andere das auch da drin hat. Ja, sehr unangenehm. Aber da möchte ich auf jeden Fall... Das das waren sehr viele Bitch-Moves dieses Jahr in der Richtung, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ja das ist ja wahrscheinlich das ist ja wahrscheinlich nicht äh, nicht außergewöhnlich in dieser Richtung. Das äh, auf jeden Fall. Und wenn kein RP, dann keine Zuschauer übrigens. Äh, Grüße gehen raus. Einfach ist mal. das so? Ich glaube ich glaube deutlich weniger. Ja, es baut ab. Ich glaube, er ist immer noch sehr erfolgreich. Also also, ist immer, also, ich glaube, er ist immer noch. Ach so, an und Bereich, wegen der Spendenkampagne, die er. Oder oh, möchte ich, das muss ich nochmal zusetzen. Und was, welche Spendenkampagne? Er hat eine Spendenkampagne machen wollen, wo er gefragt hat, wie mache ich das am besten. Und dann hat Tama und ich ihm gesagt: Hey, mach das doch über Better Place. Und dann hat er es nicht über Better Place gemacht, ha, gemacht, weil wir ihm das empfohlen haben. Das möchte ich kurz hinzufügen. Das, äh, ja, war tatsächlich so. Und dann Ey, hat er die Leute aufgestachelt, weil er sagt, ich würde das ja machen, aber der hat es mir empfohlen und das mache ich jetzt nicht. Kein Joke. Kein fucking Ey. Joke. Ja, ganz schwierig. Das ist so, als wenn du fragen würdest, Bruder, wie spiele ich eigentlich Libero? Und dann kommt Franz Beckenbauer und sagt, ja, mey. <laughs> ja, mei. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt mache ich es nicht mehr, weil Franz Beckenbauer gesagt hat, mache ich nicht mehr. Nee. Aber so, äh, das kommt dazu, ich glaube auf jeden Fall schlecht ist das Stream von 2019. Kann er sich auf sein Profilbild schreiben oder auf seinen Instagram-Account oder auf die nächste, auf die nächste Gangbang-Party, die da stattfindet? Schlechteste Entwicklung und äh, ein Trend, den ich mir für 2020 wünschen würde mhm. an alle äh, Fachkollegen da draußen. Wie wär's denn mal, wenn ihr, wenn ihr, gerade wenn ihr ein junges, äh, junge, junge Zuschauerschaft ansprecht, mhm. euren Fokus ein bisschen von euren ähm, Mercedes nehmen würdet? Wie wär's denn damit? Ja, das ist mir eigentlich egal. Das, das kannst du ja nicht verhindern. Die Leute sollen ruhig, Leute sollen sich ruhig Mercedes holen. Aber du meinst den Kamerafokus vielleicht? Meine ich ja den, ich meine ja den Fokus. Nicht, mhm. nicht, Bruder, ob du Mercedes wärst oder nicht, ist mir scheißegal, Alter. Wenn du Geld verdienst und du willst es ausgeben oder kannst es ausgeben, dann gib es bitte aus, weißt du? Das auch, ich, ich, ich kritisiere ja auch nicht, dass Leute sich was gönnen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja perfide. Ich kann ja, ich kann ja niemandem sagen, was er mit seinem Geld und Erfolg anzustellen hat. Das ist ja, das ist ja dumm aber ich würde, ich würde mir wünschen, dass die Inhalte, die übertragen werden, einen anderen was, was eine andere Nachricht senden als wenn du so ein Auto fährst, bist du was und wenn nicht, dann nicht. Ja. Das meine ich damit. Ja, das kann sein. Ja, vielleicht da muss man, da muss man einfach äh, Und wenn ich dann noch einen Wunsch, wenn ich wenn ich einen Wunsch hätte hm. fürs Jahr 2020 der auch realisierbar ist, dann, dann würde ich mir wünschen, dass das Existenzminimum, dass das äh, Monthly Existence Goal ähm, global runtergenommen wird. Das ist auch so ein illusionärer Wunsch. Das wird niemals passieren. Ich meine, du hast nicht Nilo gerade kritisiert. Das er eine doppelte Kritik jetzt. Ja, ja. Richtig. Mein Gott, was hast du nur gegen den Jungen? Ich finde ihn eigentlich ganz nett. Der sieht immer aus. Weißt du, wie der aussieht mit seiner Frisur? Der sieht aus wie dieser Typ aus American Pie, der sich aus... oder nee, der sich, ähm, diesen Film, wo es um meine Frau, ihr Vater und ich, oder? Nee, wo der mit, ähm, der Film, wo Ben Stiller auf Klo geht und Willst sich du aus-. du damit sagen, dass der aussieht wie, nein, wie, nein, Camer nein. wie Cameron wie Diaz mit er, der sieht aus wie Cameron, Cameron Diaz mit eher im, Kulat Haar. im Haar. Du weißt genau, was ich meine! Das ist ja unglaublich! Natürlich. Ja, wo Cameron Diaz bei Ben Stiller ins Bad geht und dann äh, so äh, in irgendeinen Ejakulatings fasst und sich die Haare so unnötig hochmacht. so sieht der immer aus. Ja. Ja. Es bucht, äh, googelt mal das Bild. Cameron Diaz. Was ist Cameron Diaz, ne? Ich glaube schon. Cameron Cam Diaz, ja. Cameron Diaz mit Ejakulatem Haar, wo die sich das so hochgeht. Und dann so sieht er immer aus. Ja. Nee, ich bin, ich bin, ich bin großer, großer Feind davon, ähm, seine eigene. Sein, seine eigene wirtschaftliche, sein eigenes wirtschaftliches Über, Überleben auf die, auf die Schultern seiner seiner zwölf Zuschauer zu legen. Ja, muss, es muss laufen, ne? Es muss, irgendwie muss es laufen. Irgendwie muss es gehen. Und da bin ich, ähm, irgend, also da bin ich definitiv, definitiv äh, ich, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das vorschreiben kann. Ich glaube, das Problem ist, dass du es nicht kannst, weil Twitch auch so viel davon vorlebt, ne? Das geht halt nicht. Was, was, was lebt denn Twitch davor? Ja, Twitch also die Tatsache, dass man Fulltime gehen kann, definitiv leben die vor, ne? Ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber, ähm, aber Twitch sagt ja jetzt nirgends: Ja, Bruder, du musst auf jeden Fall in deinen Stream reinschreiben, dass du nicht überleben kannst, wenn ja, da jetzt nicht mal 1.000 Euro reinkommen. Aber Twitch signalisiert schon deutlich, dass es sehr einfach ist und sehr schnell geht, mit Twitch Streaming Geld zu verdienen. Und je schneller und je einfacher das ist, desto niedriger ist die Einstiegshürde für Leute, die eine mentale Probleme, Problematik haben, äh, zu unterscheiden, was kann ich verdienen und was kann ich auf Twitch bekommen, wenn ich darum bettel. So, das ist so, äh, so das ist halt, ja, äh, das ist ein Ursprungsproblem. Du wirst das niemals äh, hinkriegen, solange die Einstiegshürde immer niedriger wird. Und das wird immer niedriger, es wird immer weniger. Und dann werden immer mehr Leute auf die Idee kommen zu sagen, ja, weekly Survival brauche ich ja nur 100, nee, warte mal, 250. Und dann mit ja. 50 Subs, da würde das ja irgendwie gehen, dass ich meine 400 Euro warm bezahle. So, das ist halt. Was willst du machen? Was willst du da machen? Da hast du keinerlei Kontrolle, das kommt alles vom Markt. Das Absurdeste. Und das ist absurd, dass ich das sage, aber das ist der absurdeste Trend des Jahres 2019, wir machen jetzt nochmal eine Kategorie absurd und dann gehen wir nochmal ins Positive. Ah, ja. Das Absurdeste, der absurdeste Trend des Jahres 2019 war, ins Ausland zu ziehen, in ein, in ein, Steuer, in ein Steuerparadies. Und keine Steuern zu sparen. Und keine Steuern zu sparen. <laughs> weil, weil, for real jetzt. <laughs> For real. Die Leute, die nach Madeira gezogen sind... Oh, die, alle die, gestorben. Die, also alle irrelevant geworden. Unglaublich. Also die, die sind wirklich... Also du, du hast es ausgesprochen, aber da ist was Wahres dran. Also da ist wirklich was Wahres dran. Und dann gibt es ja noch andere Länder, wo man hinzieht, wo ich mich dann frage, Bruder, so viel Ahnung von Steuern hast du nicht, weil mit deinen Einnahmen würdest du auch in Deutschland keine Steuern zahlen. Ja. Oh <laughs> Gott, ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass die sagen, ja, 50 auf alle. So, jetzt nochmal, mal der, 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 der größte, die, 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 die größte Scheiße, die ich immer höre, ist, ich zahle ja 50 auf alle. Nee, tust du nicht, Alter, tust du nicht nur weil es einen Höchststeuersatz, setzt euch bitte mit euren Steuern auseinander. Nur weil es einen Höchststeuersatz heißt, heißt das noch lange nicht, dass ihr, dass ihr für, für, für alles unter 55.000, äh, auch 50 seid. Ist nicht so, wird auch nie so sein. Vielen Dank, äh, get your, get your facts straight. Mhm. Dankeschön. Mhm. Das, das für mich, das, das, das ist der, der negative Trend. Ähm, wir, wir versuchen ja zurück nach Deutschland zu kommen <laughs> im Jahr 2020, ja, wir während dann, alle weg zu Madeira zurück. wollen. Ja. Wir migrieren zu. Wir, migieren zu. Wir, äh, wir, wir sind Migranten dann. Ähm, wir sind der, ja dann im Ausländer, Land. ne? Fremd im eigenen Land, kann man es nennen. Ja, wir sind dann Nein, Ausländer. Aber, eigentlich schon. Wir sind, wir sind immer Ausländer. Wir sind wie Almanscha, Wir sind wie, wie Deutsch-Türken. Wir, wir, wir sind weder in Deutschland zu Hause noch in der Türkei. Wir sind so ein Mittelding. Ja, wir sind weder in der Schweiz zu Hause noch in Deutschland und dann wieder in Deutschland nicht. Also, das ist. Ja, ich, ich, vielleicht, wenn ich irgendwann, wenn mich irgendwann mal was am Kopf trifft und ich die Illusion habe, werde ich mein eigenes Land gründen. Stayland. Ja? Stayland? Ja. Stay Muss man da Steuern latent. zahlen? Oder so? Nö, nö, es gibt keine müsste, Steuern. Müsste machen, ich da Steuern zahlen? Nee, du, du, kannst einfach dazukommen. Wir machen so Freundschaft, Ehrenbruderbasis, gibst du mir immer ein bisschen was von deinen, äh, du musst so ein einen, einen Feld beackern und du gibst mir einfach was von den Gurken ab. Du, du weißt aber schon, dass das gerade eine perfide Mischung aus der aus der äh, utopischen Vorstellung von Simon Unge und Xavier Naidu ist. <laughs> Simon Unge und Xavier Naidu wandern aus und gründen ihr eigenes Land. Xavier ja, Simon ja. Unge hat ja, ja letztens gesagt, so, er möchte, er möchte äh, äh, das, das Witzigste, was ich gehört habe. Auf der einen Seite hat er sich darüber gefreut, dass Apecrime jetzt auch auf die Insel zieht. Warte mal und was? Auf der anderen, ja ja, die ziehen ja, also Bruder. Madeira, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal, das ist kein Bold Call, das ist einfach nur, ich sage einfach, was passieren wird. Bis bis 2022 wird der Großteil wird der Großteil der deutschen Influencer in Simon Unges Firma auf Madeira angestellt sein. Mark my fucking words, mark them. 2022. Simon, Simon Unges erwirbt Landstriche in Madeira und erklärt sie unabhängig. Er klärt sich nicht nur unabhängig, sondern er wird eine Firma gründen und er wird die alle einstellen und dann wird keiner mehr Steuern zahlen. Ums. Aber das ähm, übrigens das Steuerabkommen, gerade auch das, was ihr, äh, mit ihr Irland läuft, ist ja irgendwie raus. Ich weiß jetzt nicht, nee. wie lange das in Madeira noch läuft. Also das ähm, mit Irland. Mit Irland ist nicht raus. Mit mit Irland Google ist es ausgelaufen. Noch. Doch? Ja, 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 aber dann das heißt nur, dass da keine 0% mehr zahlen. Achso, <laughs> na, na, wenigstens was, ne? PayPal, PayPal und, und Google und so, die haben ja, die haben irgendwie 0% gezahlt und müssen dann jetzt wieder nach Ablauf des Abkommens 10% zahlen, die armen Kinder. Ne? Mhm. Oder zwölf. Ich glaube, zwölf sind es. Also, das es ist immer noch, man, es wird immer noch zu verkraften sein. Man sagt ja immer, 10% von, von wenig ist viel und von viel ist eine Menge, aber ähm, die, die werden das überleben. Okay, dann positiver, positiver Trend. Warte Was du mal, ist ich habe noch gar nichts dazu gesagt zu deinem ganzen Scheiß. Du ignorierst mich heute aber auch wieder. Mein Gott. Ich hab dir gar nicht zugehört, was? Sama. Sama. Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. <laughs> so. Au. Au. Reiß dich zusammen jetzt. Gibt's ja gar nicht. Ähm, ja, ich stimme zu. <lacht spirituality> Positives, let's go. Positives. Großartig. Was ist, welches, Spiel, welches Spiel, hast du am liebsten geguckt auf, oh. äh, auf Twitch und YouTube im Jahr 2019? Keins. Haben wir das nicht gerechnet, oder? Ja, Aber Spiele sind mir egal geworden. Spiele sind mir persönlich egal geworden. Es geht nicht mehr um Spiele, mir ist es egal. Die Leute können den ganzen Tag Spiele spielen. I don't give a fuck. Mir geht es um, um Positionen, mir geht um Meinungen, mir geht es um Ideen, mir geht es um Konzepte, ähm, mir geht es um, Konzepte, mir geht's um Person Personelles. Also, ich will, wenn ich einen Stream gucke, gucke ich den, damit ich erfahre, wie der Streamer drauf ist und was der wohl gerade denkt und wie der mit dem Chat umgeht. Ich gucke das nicht wegen dem scheiß Videospiel und im besten Fall spielt der kein Videospiel, sondern ich gucke mir das einfach nur an, was der so labert. Und deswegen ist mein liebstes Videospiel absolut kein Videospiel. Interessant. Meins ist Escape from Tarkov. <laughs> Wegen den Drops, ja. Wegen den Drops, ja. ja. Nee, Escape from Tarkov ist ein Spiel, das habe ich nie verstanden. Mhm. Ich habe es mir runtergeladen mhm. vor einer Woche, mhm. als die Drops dran waren. Ne? Mhm. Ich glaube, wie, wie ziemlich jeder. Und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und ich habe auch, hab auch mehrmals versucht zuzuschauen. Und ich habe es jedes Mal nicht verstanden. Aber lustig fand ich, weil Dr. Disrespect hatte einen Dropstream in Escape from Tarkov, wo er auch komplett überfordert war mit allem, was passiert und wo er die komplette Rolle des Dr. Disrespects abgelegt hat. Das war großartig. Hm. Hm. Ja. Gibt's äh. einen YouTuber, den du regelmäßig guckst? Also gibt's gibt es sowas wie mhm. ähm, wir können ja mal, wir können ja mal auf YouTube ausbreiten, weil ich glaube, wir konsumieren mehr YouTube, also ich konsumiere mehr YouTube als Twitch. Varin, der neue, der Komiker. Dieser mit diesen Allmann-Videos, wo der das immer wieder in die Kamera redet. Ja, ein paar Pillen gekifft. Ja, ein paar Marihuana gespritzt. Ja, der das ist fand ich tatsächlich sehr, auch sehr, großer, sehr großartiger Newcomer und gucke ich mir gerne an. Ähm, und da kommt immer wieder der Al teilweise, Alman. Teilweise, bisschen, äh, teilweise. Bisschen, teilweise Crunchyroll. Das war ja ne? muss man sagen. Aber das letzte oh Gott, Video mit, dem, mit der Polizeikontrolle fand ich sehr Oh witze. mein Gott, ich Irgendwie glaube, Karl ist gerade aus meiner Session ist ein sehr geflogen. positiver Trend. Hier und steht und YouTuber, den ich Progress. für mich entdeckt habe, ist das. Oh ich, ich kann gar nicht mehr hören. Oh Gott. Oh nein, was ist denn passiert? Wie konnte das sein? Oh Gott, was ist das? Ist ist oh Gott. Also jetzt. Also. Ich glaube, Internet ist ich aus. Ich habe jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten hier. Vielleicht ist sein Internet wieder kaputt. Ich glaube, ich bin raus. Ich glaube, ich schreibe ihn mal auf Discord. Ich schreibe ihn jetzt mal. Oder Stays bist raus. Bist du noch drin? Kann natürlich auch sein. Ich hoffe, er hat kann so eine natürlich Nachricht auch sein, dass schon ich gerade auch analysiere, also was er sagt. Nicht, er, also, ich ähm, hoffe, das ist das erste Mal, dass er so eine Nachricht ist bekommt. Ist gut möglich. Oder? Bist du noch drin? Mal Wir gerade haben in letzter Zeit aber immer mal wieder technische Probleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, Kriege gerade eine Discord-Nachricht. Bist ja. du noch drin? <laughs> ich kann aber nichts <laughs> fühlen. Lost Connection <laughs> to Server. <laughs> Ah, seht ihr? Also für den Fall, dass <laughs> dieser Podcast sich mal trennt, wird allmann Al Allmann allmann trotzdem witzig sein. Ähm, Alman Allmann wird trotzdem witzig sein. Oh Karl, bist du wieder da? du so, wir Karl, ich war nie weg. Ich habe die ganze Zeit mit mir selbst geredet, muss ich sagen. Ich habe ja ich habe auch die ganze Zeit mit mir selber geredet. Ich habe, ich hab, aber ich habe, ich habe wahrscheinlich witzigere Sachen gesagt. Das würde ich nicht sagen, weil ich habe nämlich die, äh, die Top 10 Witzliste von Fips Asmussen vorgelesen. Okay, das kann vielleicht schwierig werden. Aber ich habe davon gesprochen, dass, wenn ich dich schreibe und sage, bist du noch drin, dass ich gehofft habe, dass es das erste Mal ist, dass du das bekommst. Und als du <laughs> Ja gesagt hast, habe ich gesagt, aber ich kann nichts fühlen. Und dann habe ich gelacht. Jetzt, jetzt verstehe ich, ich kann nichts fühlen. <laughs> <laughs> ich hab das gar nicht verstanden. Jetzt, jetzt macht es ja erst Sinn. <laughs> ja, ja, du bist also so ein Typ, dem man einen Witz erklären muss, weißt du? Das ist klar. Ja, aber bei Bruder, ich glaube, noch mal, wenn es kleiner, sollten wir beide wissen, dass wir sexuelle <laughs> Witze muss man mir erzählen. Ich, ich lache noch, wenn man, wenn man sagt pippi Mann, da muss ich immer noch lachen. Ja, ja. Ich, ich lache bei so einer Brille, die da sagt, wenn ein Darm voll ist. Ist egal. Also, ja, ist egal. Gibt's sowas? <laughs> ja, Kickstarter ist ein verrückter Ort. Ähm. <lacht> <lacht> <laughs> Cocaine ist hell of a drug. Ja. Äh, was wolltest du mir jetzt sagen eigentlich? Ich hab, wollte nur noch sagen, dass ich The Spiffing Brit für mich entdeckt habe. The Spiffing Brit ist ein YouTuber aus England, der, ähm, der in den meisten Fällen so Strategiespiele spielt. Mhm. Und äh, da Exposes vorstellt mm. äh, und Exploits. Mm. Der hat zum Beispiel auch gezeigt, wie man auf der uns beiden sehr, sehr wohl zuge zugewandten Seite g2a.com ähm, unendlich Geld. Ach, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Mit den Lootboxen. Ja, großartig. Mhm. Ja, ja, großartig. Ja. Großartig, den finde ich sehr, sehr witzig. Und ansonsten gucke ich. Puh. Ich habe, ich muss, ich muss einen, einen, einen Schuss muss ich Ich habe 2019 war ein Jahr, wo ich versucht habe, wo ich ein weiteres Mal versucht habe PewDiePie Guy zu finden. Und es ist mir wieder nicht gelungen. Wer guckt denn nicht? Der hat doch nur neunjährige Fans, Alter. ich guck mir die Scheiße auch nicht an. Ja, aber du, du weißt du, das kommt da immer wieder auf und dann fragst du dich, okay, ist der erfolgreichste von allen? Ähm, was was ist denn da überhaupt los? Und ich habe es wieder mal geguckt und ich fand es wieder mal nicht lustig. Ja, Finde ich auch nicht witzig. Ähm, aber das ist okay. Bin okay. zu Lass uns doch mal den Podcast okay. zu Ende führen nach anderthalb Stunden. Wir haben heute wieder Schüsse geschossen. Leute werden wieder wild auf ihre Tastatur, Tastaturen hauen und sich beschweren. Aber ganz ehrlich, ist uns scheißegal. Und ähm, ich würde mich jetzt erstmal verabschieden, weil ich werde jetzt mir eine schöne Pasta Bolognese machen. Mmh. Oh, köstlich. Ja, schön Bolognese. Ist Fleischtag bei dir? Mmh, heute ist Fleischtag bei mir. Ich habe mir das aber auch verdient. Ja? Ja, so einen schönen gegrillten Koala reinziehen jetzt. Isa, wie heißen die, äh, die äh, äh, Schnitzel, die vegetarischen? Von Vallesse. Kennst du Vallesse, die Marke? Na, sag Muss ich mir dir mal rüberbringen. Vallesse macht an alle da draußen. Mhm. Das ist auch gleichzeitig von uns zu wissen und das ist diesmal nützlich. Mhm. Wir wollten, Isa und ich, wir wollten, äh, wir wollen schon seit mehreren Wochen jetzt so, so vermehrt auf Fleisch verzichten und deswegen dann auch zu so veganen Alternativprodukten umsteigen. Und es gibt Schnitzel von Vallesse. Das ist so eine lila Packung und du schmeckst keinen Unterschied schmeckt hundertprozentig wie Fleisch, sensationell, mm. sehr sehr lecker, mm. teuer aber lecker. Mm. Ja gut, dann haben wir alles gesagt, ne? Also wir sehen uns dann, hören uns dann am Freitag. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche rein. Montag lasst euch nicht, lasst euch nicht erdrücken vom Montag. Montag kämpft ihr euch immer durch und ich bin, wir hören uns Freitag. Bis dann, tschüss.